Herzlich willkommen. Ich glaube, ich kenne fast alle von euch, was mich sehr verwundert, was ich sehr schön finde, dass doch so viele gekommen sind. Für die, die mich noch nicht kennen oder auch nicht mehr ganz genau so wissen, wer ich bin. Ich bin der Marius. Bin Mitte 2017 zu dem Thema gekommen, Blockchain. Damals über Mining. Also ich habe angefangen, an einem Open-Source-Miner mitzuschreiben und habe dann eben angefangen, habe eine Kryptowährung konzipiert mit einem Freund von mir. Darüber haben wir dann auch den Sam kennengelernt zum Beispiel. Und dann habe ich angefangen, bei einem Professor zu arbeiten, an Second-Layer-Protokollen, also Payment and State Channels. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, doch mein Studium mal endlich fertig zu machen. Und habe dann aufgehört, an dieser Firma zu arbeiten und wollte wieder anfangen zu studieren. Und dann hatte ich eine Mail von Ethereum bekommen, ob ich nicht Lust hätte, bei denen mitzumachen, weil ich halt, während ich bei der Firma gearbeitet habe, immer viel, unser Protokoll hat auf Ethereum aufgebaut und ich habe viele von den Änderungen, die wir brauchten, damit das funktioniert, halt immer sozusagen bei Ethereum dann wieder hochgeladen. Und seit einem Jahr arbeite ich jetzt bei der Ethereum Foundation an GoEthereum. Das ist der größte Client im Moment, also die Software, die für 70% vom Ethereum-Netzwerk zuständig ist. Und so tagsüber habe ich eigentlich mit Ethereum 2.0 wenig zu tun. Mein Fokus ist eher auf dem jetzigen Netzwerk und da beschäftige ich mich halt viel mit Fuzzing und mit Sicherheit und sonst generell alles, was halt gerade anfällt und wo sich keiner für findet, fällt im Moment so ein bisschen in meinen Aufgabenbereich, auch so ein bisschen den Bus-Faktor erhöhen, also wenn einer von uns vom Bus überfahren wird, dann dass die anderen dann trotzdem noch so ein bisschen Ahnung vom Code haben. Heute erzähle ich ein bisschen über Ethereum 2.0. Wie bereits gesagt, ich habe eigentlich keine große Ahnung davon, weil ich selbst daran nicht arbeite, aber ich habe mal so ein bisschen Sachen zusammengetragen. Also es kann sein, dass eventuell Sachen irgendwie falsch sind. Wenn die falsch sind, dann einfach melden, sagen, also das hast du scheiße gebaut und mich korrigieren, also seid da echt nicht, haltet euch da nicht zurück und ja, ich hoffe, euch macht Spaß und dann fangen wir erstmal an, was ist überhaupt Ethereum 2.0? Also ich denke, Ethereum hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört, das ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Und Ethereum 2.0 ist der Switch von Proof of Work zu Proof of Stake. Also darüber erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Ethereum 2.0 ist eine schon seit mehreren Jahren andauernde ein Projekt, das schon seit mehreren Jahren andauert und eben das Ethereum-Netzwerk auf die nächste Stufe sozusagen heben soll. Und zwar skalieren, das Ethereum-Netzwerk soll besser skalieren. Zurzeit können wir zwischen 30 und 45 Transaktionen pro Sekunde ausführen. Das ist natürlich für ein globales Finanzsystem ziemlich wenig. Und es gibt schon diverse Projekte, die das halt eben mit Rollups oder Second-Layer-Solutions, Brainboard Raiden ist ja schon mal gefallen heute, die das lösen wollen. Aber es, ja, Layer 1 Scaling, also sozusagen
die Blockchain selbst schneller zu machen, ist halt auch sehr wichtig. Ja, Ethereum 2.0 hat mehrere Phasen. Wir befinden uns gerade in Phase 0, nennt sich das. Das ist die Beacon Chain, in der wird eben diese Beacon Chain, eine eigene Blockchain, die Beacon Chain gestartet. Was das ist, erzähle ich später noch ein bisschen. Phase 1 ist das Teilen, das Aufteilen des States in Sharding, sodass die Nodes nicht mehr die ganze Blockchain und alle Transaktionen verifizieren müssen, sondern nur ein Subset der Transaktionen. Und dadurch kann man eben mehr Transaktionen durchs Netzwerk schicken. In der Phase 1,5, das ist der Merge zwischen Ethereum 1 und Ethereum 2. Also die jetzige Beacon Chain, die ersetzt nicht die jetzige Ethereum Chain, sondern es wird erstmal ein paralleles Netzwerk geben. Und in der Phase 1.5 werden die beiden Netzwerke dann zusammengeführt. Und die Phase 2, da werden in diesen Shard-Chains auch Transaktionen ausgeführt. Also am Anfang wird nur sozusagen der Stand der Nodes, also zum Beispiel die Kontostände von allen Leuten, die werden geteilt. Und in Phase 2 werden dann auch wirklich Transaktionen zwischen den verschiedenen Charts und eben auch Smart Contract Ausführungen zwischen den verschiedenen Charts möglich gemacht. So, jetzt so ein bisschen zu Proof of Stake, Proof of Work. Ja. So, genau. Also ich denke, mit Proof of Work sind die meisten wahrscheinlich ziemlich vertraut. Die Idee ist, dass Miner kleine Puzzle lösen, eben für Civil Resistance, also dass man nicht einfach neue Identitäten schaffen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Abstimmung haben und wir sind 5 Leute und ich sage aber, ich bin eigentlich, ich erschaffe mir 10 Identitäten, dann kann ich ja immer diese Abstimmung überstimmen sozusagen und das Ergebnis wäre dann immer mein, das, was ich stimmen würde. Genau, dafür brauchen wir eben den Konsensusalgorithmus in Ethereum, wie bei Bitcoin ist das Proof of Work. Zurzeit das Problem dabei, das ist sehr energieintensiv, so. Ja, Ethereum war eigentlich mal gebaut, der Ethereum Proof of Work war mal dafür da, ASIC-resistant zu sein. Also ASICs sind kleine Chips, kleine Computerchips, die genau eine Funktion haben, nämlich diesen Proof of Work auszurechnen. Und Bitcoin wird nur noch mit diesen ASICs gemeint und Ethereum, da fängt es jetzt langsam an. Und das Doofe an diesen ASICs ist, dass die nicht mehr so demokratisch sind. Also am Anfang ist es halt wirklich eine CPU, ein Vote, beziehungsweise eine GPU, ein Vote gewesen. Und langsam fängt es so an, dass halt spezialisierte Chips kommen, die natürlich nicht für jeden zugänglich sind, die teilweise nur an große Firmen verkauft werden, beziehungsweise auch nur unter der Hand verkauft werden. Und das gibt hat natürlich eine Menge großer Probleme, Dezentralisierung, Demokratie. Genau, und das Gegenstück in Ethereum 2.0 ist eben der Proof of Stake. Dabei wird nicht mehr die Prozessorleistung irgendwie dargelegt, sondern die Staker setzen Geld fest. Das ist ziemlich leichtgewichtig, also die Staker müssen einen Computer laufen lassen, der die Chain verifiziert, aber das ist viel, viel leichter, also viel, viel weniger rechenaufwendig, als einen Computer laufen zu lassen, der diese Proof-of-Work-Puzzle löst. Ein anderes
Ja, anderes Ding ist noch, dass der Steak nicht verleihbar ist, im Gegensatz zu der Rechenleistung, weil wenn du ihn verleihen würdest, dann könntest du ihn auch verlieren. Im Moment gibt es auf vielen Chains Attacken, also zum Beispiel Ethereum Classic, das damals aus Ethereum eben nach dem DAO-Fork rausgeforkt wurde. Das wird die ganze Zeit angegriffen, weil man sich eben Rechenleistung im Internet mieten kann. Das geht mit dem Stake nicht mehr. Ein Problem davon ist natürlich, dass die Reichen werden reicher. Also man legt Geld an und natürlich, wer irgendwie mehr Geld anlegt, der wird im Endeffekt auch reicher. Es ist zentralisierter als reiner Proof of Work, obwohl man natürlich wieder sagen kann, okay, die Anzahl der Leute, die wirklich zu Hause meinen, wird immer weniger. Und es hat eben das große Problem von Proof of Stake ist, wie setzt man das auf? Und wenn man ein Proof of Stake-Netzwerk einfach von Scratch startet, dann ist es sehr, sehr schwer, eine Dezentralität reinzukriegen. Und das ist der eine Vorteil, den Ethereum hat, dass wir eben schon ein relativ dezentralisiertes Netzwerk haben. Das sozusagen der Startpunkt für das Ethereum 2.0 Netzwerk ist. Dann gibt es noch so einen kleinen Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake. In Proof of Work gibt es Mining Pools. Das heißt, wenn ich jetzt einen Computer zu Hause hätte, dann hat der eigentlich keine Chance, jemals einen Block zu minen. Aber wenn ich den mit anderen Computern zusammenschließe zu einem Netzwerk, dann haben wir schon eine Chance, einen Block zu minen und sozusagen das erwirtschaftete Geld aus dem Block wird dann an alle verteilt. Das gibt es auch mit Proof of Stake, aber da ist es sehr, sehr kompliziert. Und da ist auch noch nicht so ganz klar, also da gibt es Ansätze, das dann mit Zero Knowledge Sharding irgendwie diese Validatoren zu sharden, aber das ist alles noch nicht so wirklich final, was da irgendwie kommen kann. So. Danke. Genau, jetzt so ein bisschen zu den Design Goals. Die Idee war, also die Idee in Ethereum ist schon immer gewesen, man soll eine Node auf seinem Laptop laufen lassen können. Das geht auch immer noch. Es wird nur mit dem normalen Netzwerk langsam ein bisschen schwer mit der Rechenkapazität, mit der Speicherkapazität. Aber das Ziel dieses Shardings ist ja auch, die Speicherkapazität für die einzelne Node ein bisschen kleiner zu machen. Deswegen ist ein Ziel von dem Ganzen, eben Staking mit einem Laptop zu erlauben. Und wir wollen eine große Anzahl von Validatoren. Das ist auch ein bisschen anders zu anderen Proof-of-Stake-Netzwerken, wo es halt 4 oder 10 oder 15 Validatoren gibt. Das ist wirklich ein großer Unterschied, weil natürlich das auch eine große Dezentralität bietet. Auf der anderen Seite müssen alle Validatoren miteinander interagieren. Und das heißt, wenn man mit einem normalen PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerant Algorithmus, irgendwie so ein Proof-of-Stake-Netzwerk aufbaut, dann muss halt jeder Validator mit jedem anderen interagieren und dadurch hat man dann n Quadrat Nachrichten und es wird halt alles total total langsam und ja dann natürlich Resilienz gegen Netzwerkausfälle. Also wie überall im Blockchain-Bereich gibt es in Ethereum also immer das
diverse Theoreme, die besagen, was und was man machen kann und was man nicht machen kann, unter anderem das Kapp-Theorem. Ich denke, die meisten Leute wissen oder haben das schon mal gehört vom Kapp-Theorem. Komme ich nicht mehr drauf, Availability, Partition Tolerance und Consistency. Genau, also das Kapp-Theorem besagt, dass man nie gleichzeitig Konsistenz des Netzwerks, Availability und eben die Teilung des Netzwerkes, Partition Tolerance, haben kann. Und in Ethereum ist es halt sehr wichtig, dass es diese Network Partitions, dass die überlebt werden. Und generell wird Einfachheit der Implementierung gegenüber der über Effizienz gewertschätzt und dann natürlich auch, dass alle verwendeten Sachen entweder schon quantumsicher sind oder schnell durch quantensichere Protokolle ausgewechselt werden können, sobald Quantencomputer eben die Norm werden. Und dann noch ein weiterer Punkt, ein weiteres Design-Goal ist, dass Ethereum 2 Finalität stärker will als Liveness. Also es ist wichtiger, dass ein Block final ist, statt dass die Blockchain sozusagen weiterläuft. Und diese Finality, die hat man zum Beispiel auf normalen Proof-of-Work-Blockchains nicht. Das ist auch so ein besonderer Punkt von Ethereum 2. Genau, und dann haben wir jetzt die, oder sind ja kleine Stakes, die wurden mir an meinem Computer nicht angezeigt. Genau, dann haben wir jetzt die Beacon Chain. Die Beacon Chain ist sozusagen der erste Anfang, um Ethereum auf diesen Proof of Stake umzurüsten und auf das Sharding umzurüsten. Und die Beacon Chain hat mehrere Aufgaben. Sie kreiert Zufall. Also es ist sehr wichtig, in dem System einen guten Zufall zu haben. Und Proof of Work zum Beispiel ist kein guter, also produziert keinen guten Zufall, weil ein Miner ja entscheiden kann, veröffentlicht er jetzt den Block oder veröffentlicht er ihn nicht. Und wenn es dann einen Zufall geben würde, der für den Miner nicht günstig ist, dann würde er den Block nicht veröffentlichen. Wofür brauchen wir den Zufall? Später wird es mehrere Shards geben. Das sind eigene Blockchains, die irgendwie ihren eigenen State haben. Und zu denen werden Validatoren zugewiesen. Und diese Validatoren werden dann, ich glaube, im Moment ist es alle 24 Stunden oder so, werden die neu einem anderen Chart zugewiesen. Wenn jetzt die Zuweisung der Validatoren zu den Charts deterministisch wäre, könnte es dazu kommen, dass Angreifer einzelne Charts übernehmen, womit sie sozusagen das Ethereum-Netzwerk angreifen könnten. Deswegen brauchen wir eben guten Zufall. Später kommen auch noch Verifiable Delay Functions dazu, die das noch unterstützen. Aber genau, die Beacon Chain verwendet den RAMDAO-Algorithmus. Wenn da Interesse besteht, kann ich später auch nochmal was dazu sagen. Der andere Punkt ist, dass die Beacon Chain eben die Validatoren koordinieren muss. Validatoren müssen hinzugefügt werden, wenn sie ihren Stake sozusagen locken. Sie werden entfernt, wenn sie sich fehlverhalten. Sie werden entfernt, wenn sie nicht mehr weitermachen wollen. Sie können geslashed werden, wenn sie sich fehlverhalten. Und wenn sie einfach nichts machen, dann gibt es sowas, das nennt sich Inactivity Leakage. Was das ist, kommt aber auch später noch. Okay, so ein bisschen über die Struktur der Beacon Chain.
Also die Idee ist, wie gesagt, es ist eine eigene Blockchain, die sozusagen mit der Ethereum Chain verbunden ist. Und um jetzt um jetzt lokal so eine Node starten zu wollen, braucht man eben eine Ethereum 1 Node. Das ist so was wie GoEthereum oder BSU. Die validiert die normale Ethereum-Chain. Und dann gibt es auf der Ethereum-Chain einen Smart Contract, in dem sozusagen steht, wer Teil von der Beacon-Chain ist. Und dann da kann man dann sein Geld festsetzen und später kann man da sein Geld auch wieder rausholen. Dann gibt es eben die Beacon-Node. Ich glaube, da gibt es fünf verschiedene Clients im Moment, also fünf verschiedene Implementierungen von dieser Beacon-Chain-Spezifikation. Die validiert die Blöcke auf der Beacon-Chain und schaut eben auf der Ethereum 1-Chain nach, ob jemand dazugekommen ist oder ob jemand weggegangen ist oder so. Und dann gibt es den Validator. Der Validator, also man kann eine Beacon-Node laufen lassen und die Chain verifizieren, ohne selbst Geld festzusetzen. Wenn man aber Geld festlegen will und dann natürlich auch von dem Block Reward bekommen will, dann kann man diesen Validator laufen lassen. Der Validator, der hat einen Key Store, eben einen Public Private Key, und der kann neue Blöcke hinzufügen, wenn er eben dran ist. Und der muss auf Blöcke voten. Und genau, und dann, wenn 66% der Leute auf einen Block gewotet haben, dann ist er sozusagen final. Aber das kommt jetzt gleich nochmal. Ich würde gerade nochmal kurz in den Chat, mir den Chat durchlesen. Da ist jetzt einiges passiert. Ja, genau. Also man kann die Chain verifizieren, ohne zu staken. Allerdings kriegt man dafür keine Rewards und muss auch kein Geld festlegen. Aber um eine Signatur für diese Blöcke abgeben zu dürfen, dafür muss man eben Geld festsetzen. Und das sind immer 32 Ether im Moment. Genau. Also Sam, genau, Hardware, Software kann kein Zufall. Genau, das ist das Problem. Ich kann ja zum Beispiel, wenn ich mir eine zufällige Zahl ausdenke, also zufällige Zahl ausdenke und du dir eine zufällige Zahl ausdenkst und wir die zusammenwürfeln sozusagen, also wir XORen die oder wie auch immer, dann kommt am Ende eine Zahl raus, die ich nicht beeinflussen kann und du nicht beeinflussen kannst. Und das ist das Wichtige. Also es geht nicht darum, dass es irgendwie perfekter Zufall ist, sondern es geht darum, dass es von keinem beeinflusst werden kann. Die Nachricht von Stefan. Genau, also die Verify, die Block Proposer, die kriegen das Geld, die Fees zugeschrieben und plus einen kleinen Kickback, um den Block zu proposen. Genau, und auf Ethereum ist es halt im Moment, vor allem mit diesem DeFi, ist es halt wirklich so, dass die Transaction Fees fast den
oder öfter mal den eigentlichen Block Reward. Der Block Reward ist im Moment 2 Ether, den man kriegt, übersteigen. Gut, dann weiter. Wie so ein Validator aussieht, wie dieses Setup aussieht. Und jetzt so ein bisschen über die Beacon Chain, was man da überhaupt validiert. Also alle 12 Sekunden gibt es einen neuen Slot. Ein Slot ist sozusagen die Möglichkeit, da einen Block zu proposen. Das heißt, es ist anders als im jetzigen Netzwerk. Jetzt im Netzwerk wird durchschnittlich alle 13 Sekunden wird ein neuer Block erstellt. Und hier kann es sein, dass so ein Slot leer bleibt. Also zum Beispiel sieht man diese roten Blöcke rechts in der Grafik, da ist ein Slot leer geblieben. Wurde kein Block proposed. Eine Epoche ist jetzt 64 Blöcke, das heißt ungefähr 6,4 Minuten oder ziemlich genau 6,4 Minuten. Wenn in einer Epoche mehr als 66,6% der Blöcke gemeint wurden, also der Slots gefüllt wurden, dann nennt man diese Epoche als justified. Und wenn das zweimal hintereinander passiert, dann ist die erste Epoche wird dann finalized genannt. Und da hat man eben diese Finalization, so dass man da an dieser Epoche dann nichts mehr ändern kann. Dann gibt es ein Offline-Penalty. Das heißt, wenn jemand jetzt offline geht und nicht sagt, also man kann sagen, dass man aufhören will zu verifizieren. Das geht, aber wenn man das nicht sagt und einfach offline geht, weil das ja auch eine Attacke sein kann, dann verliert man Geld. Und wie viel Geld man verliert, das ist ungefähr proportional zu dem, so viel Geld man gewinnen würde, wenn man weiterhin validiert. Außer wenn jetzt weniger als 66% der Blöcke proposed werden, dann kriegen die Leute, die offline sind, dann werden die stärker bestraft. Aber da komme ich auch später nochmal dazu. Genau, dann gibt es eben das, ach ja, genau, das ist das Inactivity Leak. Also das Inactivity Leak passiert, wenn 4 Epochen hintereinander nicht finalisiert wurden. Also 4 Epochen hintereinander weniger als 66% der Votes haben, dann ist irgendwie was kaputt. Und das bleibt, beziehungsweise das Netzwerk ist unter einer Attacke und das wird so lange, werden den Leuten, die nicht voten, wird Geld abgezogen, bis es dazu kommt, dass die Leute, die voten, eben mehr als 66% des Kapitals haben. Genau. Und da ist es dann so, dass da wirklich die Leute ziemlich viel Geld verlieren bei dem Offline-Penalty und die anderen verdienen natürlich dementsprechend auch mehr. Bei dem Offline-Penalty, da ist es so, wenn jetzt das Netzwerk ganz normal läuft, nur du deine Node nicht anhast, dann verlierst du ein kleines bisschen Geld. Das ist jetzt irgendwie nicht schlimm. Also ungefähr halt das, was du gewinnen würdest, ungefähr 10% im Jahr oder sowas. Dann. Genau, und dann gibt es noch zwei andere Dinger. Was passiert, wenn sich jemand grob fehlverhält? Dann kommt es eben zum Slashing. Also das passiert, wenn jemand 2 Blöcke in einem Slot proposed oder 2 Attestations pro Epoche. Also jeder muss die sozusagen die gesamte Epoche
validieren. Und wenn man das zweimal macht, auf zwei unterschiedlichen oder zwei unterschiedliche Blöcke signiert, dann wird eben ein 32. von deinem Geld abgezogen. Und man braucht 36 Tage, um eben sein Geld rauszuholen. Also das geht im Moment noch nicht. Im Moment ist sozusagen dein Geld gelockt, bis es irgendwann aktiviert wird, dass man sein Geld wieder rausziehen kann. Aber wenn du es später dann, wenn du geslasht wirst, dann musst du eben 36 Tage warten, bis du rausgehen kannst, im Gegenzug zu 27 Stunden, wenn du eben nicht geslasht wirst. Wieso ist es so? Das ist natürlich so, wenn du jetzt Ethereum angreifst, dann musst du 36 Tage warten, um dein Geld wieder rauszuziehen. Das heißt, in den Tagen wird dann ja wahrscheinlich der Kurs total runtergehen. Und das ist eine weitere Methode, um es eben Angreifern den Angriff auf Ethereum zu vermiesen. Genau, und dann gibt es noch den Voluntary Exit. Das ist sozusagen, wenn du sagst, okay, 10%, 10% im Jahr ist dir zu wenig für den Stromaufwand, den du hast. Du schaltest jetzt deine Node aus oder wie auch immer, du willst jetzt raus. Dann kannst du einen Voluntary Exit machen. Das darfst du, nachdem du 27 Stunden aktiv warst. Braucht ungefähr 32 Minuten. Es gibt bei diesem, also rein und raus und so, gibt es jeweils Warteschlangen. Das heißt, wenn jetzt viele Leute rein wollen, kann es sein, dass du ziemlich lange warten musst. Im Moment stehen noch 11.000 Leute in der Warteschlange, um reinzukommen in Ethereum 2. Das heißt, das sind noch ungefähr 10, 15 Tage. Also wenn du jetzt depositen würdest, dann könntest du in 10, 15 Tagen anfangen zu validieren. Aber ich glaube, da wird Jakob später auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, und das Gleiche ist halt eben auch mit der Exit Queue. Das heißt, wenn du rausgehen willst und viele Leute rausgehen wollen, dann dauert es länger, um rauszugehen. Genau, und dann nochmal 27 Stunden, nachdem du raus bist, dass du dann dein Geld sozusagen frei verfügen kannst. Und das ist wieder, um halt eben auch Attacken, ja, um sich vor Attacken zu schützen. Genau, kommen wir zu den Attacken. Es gibt so ein paar Attacken, die halt auf Blockchain, auf Proof-of-Stake-Netzwerken sehr häufig sind, beziehungsweise immer wieder diskutiert werden. Die erste Attacke ist Nothing at Stake. Wenn du jetzt einen Proof of Work hast und dann kannst du nicht auf zwei verschiedenen Chains gleichzeitig deinen Proof of Work verwenden, weil die unterschiedlich sind und wenn du deine Hardware kannst du ja nicht irgendwie in zwei teilen und dann auf der einen Chain irgendwie Blöcke minen und auf der anderen Chain minen. Das geht halt nicht. Und bei Proof of Stake geht es eben schon, weil jeden Fork, den du meinst, kannst du meinen. Genau, das wird verhindert, indem dein Stake geslashed wird, wenn du Signaturen auf zwei verschiedene Blöcke machst. Also wie gesagt, wenn dann jemand merkt, okay, der hat jetzt den einen Block signiert, hat aber auch gleichzeitig einen anderen Block signiert, der mit dem Block nicht zusammenpasst, dann hast du irgendwie Scheiße gebaut. Das kann auch passieren. Wenn du zum Beispiel
ein redundantes Setup hast. Also deswegen ist wenn du jetzt so schlau bist und dir denkst, okay, ja, wenn jetzt irgendwie mein Validator zu Hause kaputt geht, dann setze ich halt noch irgendwie einen in einem Rechenzentrum auf. Das ist erstmal eine gute Idee, bis es halt dann dazu kommt, dass der Validator im Rechenzentrum irgendwie ein bisschen was anders entscheidet als der Validator bei dir zu Hause. Und dann kann es zum Slashing kommen. Und wie gesagt, Slashing, da verlierst du halt schon ordentlich Geld. Das ist jetzt auch schon auf der Ethereum Beacon Chain schon passiert, dass dann irgendwie so ein besonderer Staking-Service, der hat seine Nodes eben so besonders klug aufgesetzt und dadurch ganz schön viel Geld verloren. Ein anderer Angriff ist eine Long-Range-Attack, also Nothing at Stake. Ist sozusagen eine Short-Range-Attack, also dass du gerade irgendwie Blöcke anders meinst. Eine Long-Range-Attack ist sozusagen, wenn du schon dein Geld rausgenommen hast, dass du dann deinen Key jemandem verkaufst oder selbst irgendwie dazu nimmst, um Blöcke in der Vergangenheit neu zu minen. Und da gibt es zwei Dinge dazu. Zwei Methoden, um das zu lösen. Und so, also somit könntest du dann halt die History neu schreiben, nachdem du sozusagen dein Geld rausgezogen hast, sodass du kein Geld mehr verlieren würdest. Um das zu lösen, gibt es eben zwei Ideen. Entweder einen Weak Subjectivity Sync. Da geht es darum, dass sozusagen in deinen Client Checkpoints eingebaut sind. Das heißt, alle 40 Minuten oder sowas wird sozusagen ein Hash oder alle 40 Tage mit jeder neuen Version von deiner Staking-Software, von der Beacon-Chain-Software, wird sozusagen der Hash mitgeliefert, der Endblock war. Das heißt, es kann dann nicht mehr dazu kommen, dass eben Blöcke, so weit zurückliegende Blöcke, eben irgendwie neu geschrieben werden, weil du weißt, dass okay, Block 10.000 muss den und den Hash haben. Das heißt, die Blöcke vor 10.000, die interessieren dich eigentlich gar nicht mehr. Also so ein bisschen wie ein neuer Genesis-Block. Das gleiche ist halt auch eben, kann man auch in Ethereum 1 machen. Sozusagen, dass der Hash vom Beacon Chain Genesis eben wieder in Ethereum 1 verankert wird. Oder von dem Checkpoint in Ethereum 2 wieder in Ethereum 1 verankert wird. Genau, Netzwerkzentralisation. Wie bereits gesagt, es braucht 32 Ether, um reinzukommen. Das ist relativ wenig. Besonders wenn man sich die anderen Proof-of-Stake-Netzwerke anguckt. Da braucht es meistens um einiges mehr. Natürlich jetzt, als die Beacon Chain gelauncht war, waren 32 Ether, waren halt ungefähr 16.000 Euro, was ja sehr, sehr, sehr gut war. Jetzt natürlich 2 Jahre später, zwei Monate später, sind 32 Ether ungefähr 40.000 Euro, was natürlich jetzt schon mal eine ganz andere Summe ist. Genau, und es werden mindestens 16.384 Validatoren gebraucht, damit es überhaupt startet, das Netzwerk. Und aus diesen 16.000 werden pro Epoche 128 randomly rausgesampelt, eben mit der Randomness, die in der Epoche vorher generiert wurde. Somit müsste
ein Angreifer eben diese ganzen Validatoren müsste er angreifen, oder zumindest die Hälfte dieser Validatoren müsste er angreifen, um eine Chance zu haben, dass alle 128 Block Proposal sozusagen von ihm sozusagen auch malicious sind. So, dann gibt es so ein paar, so ein bisschen, wie viel kostet das, so einen Angriff zu fahren? Im Moment, um Ethereum, um das Mainnet anzugreifen, für eine Stunde mit dem jetzigen Proof of Work kostet ungefähr 418.438 Euro, Dollar. Da gibt es eine Seite, die das berechnet. Natürlich im Moment, das kommt einem jetzt relativ wenig vor. Im Moment kann man das auch gar nicht, zumindest nicht bei Ethereum und bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist es übrigens irgendwas 700.000 Dollar, weil es nicht genug Hashing-Power, also weil es nicht genug Leute gibt, die diese Hashing-Power so vermieten. Aber theoretisch, wenn man den Preis, den man jetzt kriegen könnte, sozusagen hochskaliert auf was man bräuchte für eine 51%-Attacke, wären es eben irgendwie 418.000 Dollar pro Stunde. Das ist jetzt für uns relativ viel, aber für jetzt irgendwie, wenn man sich denkt, Nation State oder Regierung oder irgendwie große Hackerorganisation oder andere Blockchain, wäre das jetzt kein großes Problem. Und in Ethereum 2 braucht man mehr als 33% der Validatoren, um die Finality zu brechen. Und man bräuchte 66%, um die Liveness zu brechen. Also Finality heißt, diese Blöcke können in der Zukunft nicht mehr neu geschrieben werden. Und Liveness heißt, die Blockchain geht sozusagen weiter, auch wenn es nicht final ist. Und wenn man jetzt Ethereums Proof of Stake angreifen würde, bräuchte man, um diese 33% zu erreichen, bräuchte man 660.000 Ether. 660.000 Ether sind, ich glaube, irgendwie 60 Millionen oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau auswendig. Also das ist schon einfach eine ganz andere Hausnummer, was man bräuchte. Um eben Proof of Stake da irgendwie eine Attacke zu fahren. Jo. Na? Genau. Ich komme jetzt schon bald zum Ende. Ist noch so ein bisschen über die nächsten Phasen. Also das Wichtige in Ethereum ist natürlich, wir wollen das Ökosystem nicht teilen. Ein Asset, den Ether, und der soll eben in beiden Netzwerken, beziehungsweise später, wenn Ethereum 1 dem Ethereum 2-Netzwerk sozusagen wenn Ethereum als Shard im Ethereum 2-Netzwerk hinzukommt, dann soll sozusagen es nur ein Asset geben, ETH. Zurzeit, wie gesagt, ist der Ethereum 2 Deposit Contract auf Ethereum 1 deployed. Und die ganzen Stakes, die da hinterlegt sind, sind natürlich auch in Ether hinterlegt. Jetzt kann diese, also man kriegt ja ein bisschen Geld, man generiert ja ein bisschen Geld. Dieses Geld, das kann in Ethereum 1 natürlich nicht ausgeschüttet werden, weil das ja irgendwie solange, also zumindest solange der Proof of Work besteht, kann dieses Geld in Ethereum 1 nicht ausgeschüttet werden, weil das ja einfach außerhalb von den Ethereum 1-Regeln irgendwie generiert wurde und für Ethereum 1 nur als theoretisch gilt. So, das heißt, es muss später eine Möglichkeit geben, um
diese theoretischen Gains, die man jetzt macht, später wieder im Ethereum Asset abzubilden. Und das ist eben der Ethereum Merge. Und da gibt es ein paar Ansätze. Das ist noch nicht final beschlossen, wie das gemacht wird. Ein Ansatz ist zum Beispiel Catalyst. Da wird sozusagen der Ethereum 2 Client wird als Consensus Engine verwendet und der Ethereum 1 Client als Blockproduzent. Und das ist jetzt auch was, was zum Beispiel, wo es schon ein Testnetz gibt. Heute Abend, heute Nacht um 12 ist da nochmal eine Talk zu. Also ein Kollege von mir arbeitet eben an diesem Catalyst, den ich natürlich nur sehr empfehlen kann. Ist aber allerdings um 24 Uhr, ein bisschen spät. Genau, und dann eben Sharding. Da ist die Idee dann später Ethereum 1 als Shard in Ethereum 2 zu etablieren. Die Frage ist natürlich, wird Ethereum 1 weiterhin den Proof of Work, also wird dieser Shard weiterhin einen Proof of Work haben oder wird es alles durch einen Proof of Stake ersetzt werden? Im Moment sieht es so aus, als ob es alles durch einen Proof of Stake ersetzen werden würde. Aber dieses ganze Ding ist noch sehr, sehr active research. Also da gibt es auch viele verschiedene Ideen und viele verschiedene Proposals, wie das alles funktionieren kann, um eben diesen Vorteil, den man hat, dadurch, dass man ein Proof-of-Stake-Netzwerk auf einem Proof-of-Work-Netzwerk irgendwie startet. Das hat halt auch natürlich den Nachteil, dass man es am Ende irgendwie vereinen muss. Und wie das funktioniert, ist mir noch nicht so ganz klar, aber ich denke, da sind sehr, sehr, sehr kluge Leute dran. So, und genau, jetzt so ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar von euch diese Grafik schon mal gesehen, hat Vitalik mal getwittert, sein Overview über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Da wollte ich so ein paar kleine Sachen irgendwie rausheben. Statelessness ist ein sehr großes Thema. Da gibt es sehr viele Arbeitsgruppen zu. Da geht es darum, wie kann man, also wir haben ja in Ethereum einen enormen State Bloat. Also dass der State der des Ethereum-Netzwerks wird halt immer größer. Ungefähr 300 Gigabyte im Moment. Wenn man sozusagen den historischen Zustand sozusagen wegprunt. Wenn man den nicht wegprunt, dann sind es ungefähr 8 Terabyte. Wenn man sozusagen alle Zustände der Vergangenheit, wie das Netzwerk mal war, nach jeder Transaktion irgendwie speichert, dann sind es 8 Terabyte. Das braucht man nicht, um die Blockchain zu verifizieren. Also diese 8 Terabyte oder 6 Terabyte oder sowas, das nennt sich Archive Node. Sowas brauchen zum Beispiel irgendwie Hedgefonds oder Leute, die beweisen müssen, dass sie zu dem und dem Zeitpunkt die und die Transaktion gemacht haben und dann noch beweisen müssen, was in dieser Transaktion passiert ist. Die meisten Leute brauchen das nicht. Die meisten Leute müssen nur beweisen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Transaktion gemacht haben und vielleicht wie viel Value da verschickt wurde, aber eben nicht, was genau passiert ist. Und dafür reicht eine normale Full Node. Und man kann auch diese 8 Terabyte aus diesen 350 Gigabyte wiederherstellen, was auch ziemlich cool ist. Aber genau, diese 350 Gigabyte sind trotzdem immer noch ein bisschen viel für zum Beispiel dein Handy. Und wenn du jetzt auf deinem Handy irgendwie mit dem Ethereum-Netzwerk interagieren musst, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du benutzt einen zentralisierten Service, so wie Infura oder MetaMask oder sowas. Nee, nicht MetaMask.
Naja, egal. Also in Fura kennt man ja zum Beispiel. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt eben wir haben auch einen Light-Client entwickelt, unser Team. Das Problem dabei ist, dass du sozusagen der Node vertrauen musst. Und Statelessness ist sozusagen, du kriegst von der Mainnet-Node, die diese 350 Gigabyte hat, kriegst du einen Beweis, dass das der neue Stand ist. So, und dass das richtig ist. Und das wird dann halt ein Zero-Knowledge-Beweis. Und das ermöglicht es halt, wirklich sichere Clients auf Handys zu entwickeln, zum Beispiel. Oder auf IoT-Devices oder halt irgendwie Low Energy. Genau, dann der Hexary-to-Binary-Tri-Switch. Der hilft auch diese Beweise irgendwie besser zu machen. Ist, glaube ich, ein bisschen viel, das zu erklären, aber wenn da Bedarf steht, kann ich den auch noch gerne erklären. Account Abstraction, da geht es darum, dass ich als Nutzer eigentlich nicht unbedingt irgendwie dieses ganze Account-Kram und so mich darum kümmern will und auch nicht diesen Unterschied zwischen externally owned Account, also so einem normalen Account, den du auf dem Handy hast oder sowas, und dem sozusagen einem Account, den ein Smart Contract hat. Also ein Smart Contract ist ja auch ein Account, der sozusagen eine bestimmte Logik dahinter hat. Und man kann zu dem Smart Contract kann man Geld schicken und man kann Daten schicken und dann führt er diese Logik aus. Das soll alles irgendwie abstrahiert werden. Genau, dann so Post-Quantum-Krypto habe ich ja schon mal angesprochen. Also Google hat ja auch schon Quantum Supremacy irgendwie gezeigt, dass ihre Quantencomputer echt besser sind als reelle Computer. Das heißt, sobald das weit verbreitet ist, dass Leute eben Zugriff auf diese Computer haben und damit auch wirklich Hört ihr den Marius noch? Ich höre ihn gerade nicht mehr. Ich Nein, ich dachte, bei nicht uns ist mehr. ein Netzwerk, aber. Ich dachte, es bin ja auch. Dann warten wir mal kurz. Ansonsten. Oder Veronika, wenn du im gleichen Raum bist. Nein, leider nicht, aber manchmal ist dein Internet ein bisschen schlecht. Okay. Aber das wird dann gleich wieder. Alles klar. So, aber er ist jetzt komplett draußen, glaube ich. Ja, Marius ist komplett draußen. Ja, da kommt er bestimmt gleich wieder. Kurze Zwischenfrage, Nien. Teilt ihr die Folien? Ja, klar, machen wir dann. Oder gibt es eine Vergrößerung oder hast du den Link von diesem Chart gerade da, Ich kann dir, ich kann es gerade posten. Ich poste das gerade mal, den Link. Mal kurz. Das wäre lieb, weil genau, dann kann ich sehen, was da ist. Copy-Link. Copy. Ich mache es gerade im Chat rein und dann könnt ihr dann mal Zoom. So, ist im Chat. Dankeschön. Ja, bevor der bis der Marius drin ist, ich würde mich hier gar nicht interessieren. Weiß jemand, ob was eigentlich die Miner davon halten von Ethereum 2.0? Ich meine, die haben ja investiert in die Infrastruktur. Die haben die Hardware und plötzlich kommt so Ethereum 2.0 um die Ecke. Werden jetzt alle zu Staker oder gibt es da nicht irgendwie Druck oder Lobbyarbeit, das nicht zu machen? Aber es Das war sind ja mal schon lange Gedanken. bekannt, oder? Also
Also wirklich, Ethereum hat ja unglaublich oft und lange verschiedene Lösungsansätze, wie soll ich sagen, kommuniziert, schon 2017, wie man eben die Herausforderung mit Proof of Work, die Zeit, die Kosten und aber auch die Finalität, das war ja auch schon früh ein Diskussionspunkt, wenn es auch sehr theoretisch ist, und hat das sozusagen alles aufgezeigt mit den verschiedenen Möglichkeiten. Da gab es ja, wie gesagt, dieses Sharding gab es ja schon mal, also gab es ja, ja Grundidee und Kaspar und so weiter. Also insofern, glaube ich, kann kein Miner sagen, ups, 21, ja. Aber natürlich werden, ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund für die 32 Ether, ja. Weil da kann ja nicht jeder einsteigen, nennen. Also du vielleicht, aber ich nicht. Und, aber für Mario, die Miner... Aber hi, hi, Miner, hi. Hey. Ja. Nee, können wir gleich mal weitersprechen. Lass Marius noch fertig machen, dann können wir gleich mal diskutieren. Sorry, irgendwie, mein Internet ist gerade down. Bin jetzt über dem Handy drin. Krypto warst du gewesen, jetzt kommt Verify genau. Delay Functions. Verifiable Delay Functions. Die Idee ist, dass du Funktionen baust in Hardware, die eine ganz bestimmte Zeit brauchen und eben nicht länger. Und damit kannst du dann auch wieder harte Randomness generieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Hash-Funktion hast, die 2 Minuten dauert, dann und du gibst den Input, den Input, den generierst du jetzt, dann weißt du ja nicht, was dann in 2 Minuten rauskommt. Und somit es geht ja wieder darum, dass du es nicht beeinflussen kannst. Die Randomness, die generiert wird. Und wenn du eben jetzt den Input generierst, dann kannst du eben nur, wenn du es halt ausgeführt hast, kannst du den Output wissen. Wenn die Funktion aber 2 Minuten dauert, dann kannst du das eben nicht vorher berichten. Genau, und dann noch CK-friendly State Transitions, also Zero-Knowledge-Proofs. Es sind so ganz abgefahrene kryptografische Beweise, um irgendwie Dinge zu beweisen. Also zum Beispiel, so das einfachste Beispiel von Zero-Knowledge-Proofs ist, ich bin farbenblind und ich weiß, dass ich in der einen, also dass ich einen roten und einen grünen Apfel habe. Und jetzt willst du mir beweisen, dass du Farben sehen kannst und dass du zwischen diesen Äpfeln unterscheiden kannst. Das heißt, ich halte dir die Äpfel hin und sage, zeig mir den roten und du zeigst auf den roten. Und ich nehme die Äpfel, mische die hinter meinem Rücken, merke mir, welchen du als rot deklariert hast, zeig sie dir wieder und sag wieder, zeig auf den roten. Und wenn du dann wieder auf den gleichen Apfel zeigst, dann weiß ich, nicht, ob das wirklich der rote ist, weil du kannst mich ja angelogen haben. Aber ich weiß, dass du eine Möglichkeit hast, um zwischen diesen beiden Äpfeln zu unterscheiden. Und ob die jetzt rot oder grün sind oder blau und gelb, ist ganz egal. Du kannst unter diesen, du hast mir bewiesen sozusagen, dass du zwischen denen unterscheiden kannst und ich lerne nichts über den eigentlichen Zustand des Apfels. Das sind sozusagen Zero-Knowledge-Beweise. Die werden in ziemlich vielen coolen Sachen verwendet. Sozusagen man beweist etwas, ohne zu veröffentlichen, irgendwie ohne das Ding zu veröffentlichen. Also du beweist mir, dass du zwischen den Äpfeln unterscheiden kannst, ohne mir den Apfel irgendwie... Oder die wahren Eigenschaften zu die wahren Eigenschaften, genau. Ja. Also du beweist mir was über die Eigenschaften, ohne die Eigenschaften mir zu zeigen. So, und das ist halt eine sehr, sehr, sehr starke kryptografische Primitive, die halt sehr viel verwendet wird. Oder viel verwendet werden soll in der Zukunft. So. Letzte Folie. Gleich sind wir fertig. Genau, hier nochmal so ein kleiner Ausschnitt.
von diesem sehr, sehr großen, confusing Bild. Und hier kann man zum Beispiel sehen, also Phase 0 Launch, das sind wir jetzt. Da ist die Beacon Chain gestartet. Und eben Phase 1 ist dann sozusagen Sharding ohne die State Execution. Dann kommt der Merge. Und dann eben Phase 1,5, Phase 2 sozusagen die State Execution in den einzelnen Charts. Bis dahin muss noch viel gemacht werden, aber das ist so ein bisschen dieser Ausschnitt, an dem stark gearbeitet wird und vor allem auch mit dem ich so ein bisschen in Berührung komme. Zum Beispiel Code Merkleization, Gas Repricing, dieser Hexary Binary Tri Switch. Genau. Und das war es dann jetzt auch schon. Ui. Gerade auf die Uhr geguckt. Hat doch ganz schön gedauert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt oder auch später nach Jakobs Vortrag, weil der erzählt euch jetzt noch ein bisschen so darüber. Wie kann man so ein eigentlich praktisch so ein Ding jetzt wirklich aufsetzen und daran teilhaben an dieser coolen neuen Technologie? Vielen Dank. Alles klar. Danke, Marius. Ich würde vorschlagen, wir schließen es am Ende, außer ihr habt wirklich ganz heiße Fragen an Marius, die ihr gleich stellen wollt. Ansonsten gehen wir direkt an Jakob. So. Ja, wir wollen was machen. Fragen jetzt? Ich glaube, es waren jetzt noch zwei. Ich weiß nicht, wollen wir die gerade angucken? Ich glaube, meine ist von ganz vorne, also meine ist obsolet. Ja, wir hatten Staking gehabt, dann Ronald hatten wir noch, das nochmal mit Gasfees. Ronald hat eine Frage gehabt. Sorry, ich kann die Fragen nicht mehr sehen, weil die... Ja, ich lese mal vor. Ja. Also der Ronald fragt, können Validatoren oder Validatoren durch eine DOS-Attacke ihre Mit-Validatoren rausschießen, um deren Reward abzusahnen? Ja, also das ist möglich. Allerdings, wie gesagt, im Moment gibt es 70.000 Nodes auf dem Netzwerk. 77.000 aktive Validatoren. Und aus denen werden ja zufällig 128 rausgewählt. Und du weißt bis zum Ende der Epoche nicht, welche von denen sozusagen nominiert werden. Und das macht es natürlich sehr schwer, diese 128 dann zu finden und zu dossen. Wenn du jetzt weißt, dein Nachbar, der hat einen Validator und du weißt dem seine IP, dann ist es natürlich leichter, den halt komplett zu unterdrücken. Das geht, ja. Okay. Okay. Dann, Karin, du sagtest, deine Frage hat sich erledigt. Ich glaube ja, weil ich mittlerweile ein bisschen was verstanden habe von dem, wie die Blöcke in diese Shards oder Slots kommen. Ich denke aber nochmal nach. Also das muss jetzt nicht beantwortet werden. Das ist auch noch so eine Newbie-Frage. Alles gut. Ich komme nochmal zurück. Das, Newbie ist aber das richtige Stichwort jetzt auch für den zweiten Teil, weil ich bin nämlich auch ein technischer Newbie. Dachte mir, es macht vielleicht Sinn, nach Marius Vortrag einfach kurz mal rein praktisch auch aus der Sicht eines Anfängers sozusagen, was muss ich denn eigentlich machen? Weil das war für mich sozusagen der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe. Also we start from why. Ich wollte einfach nur mal wissen, was muss ich eigentlich tun? Was brauche ich an Technik? Was für Software spielt da eine Rolle? Was brauche ich für eine Verbindung, Hardware, um mich da dann weiter zu hangeln und in die tieferen Fragen und die technischen Themen dann einzutauchen, weil ich bin ansonsten eigentlich nur Anwalt, habe zwar ein paar Mandanten aus dem Bereich Blockchain und Ethereum, aber und deswegen war das für mich auch wichtig, einfach mal sich damit zu beschäftigen und da so einen Einstieg zu bekommen. Ansonsten muss man natürlich dann jeder für sich entscheiden, ob er sich damit beschäftigen will und warum
man selbst so einen Staking-Validator betreiben sollte, zu Hause vor allem. Ja. Und da gibt es natürlich dann die Memes dazu, dass man sagt, man sichert damit das dezentrale Netzwerk, wenn jeder selbst sich daran beteiligt und ja nicht alles nur über Staking-Services, die es ja dann jetzt auch so langsam nach und nach geben wird, wenn da nicht alles darüber läuft. Und Infura wurde ja auch schon genannt. Genau, also es geht da um Dezentralisierung. Wer das zu Hause machen kann, der stärkt das Netzwerk. Man muss natürlich ein kleines Vermögen beiseite haben mit 32 ETH mittlerweile. Marius sagt es schon, ich habe es eben nochmal nachgerechnet, also es sind ziemlich genau im Moment 40.000 Euro. Das ist natürlich nicht ohne. Ich habe es jetzt für mich auch erst nur im Testnet gemacht. Mainnet, da muss ich noch ein bisschen sparen. Und warum macht man das auf der finanziellen Seite? Warum würde ich jetzt die 40.000 Euro, wenn ich die überhabe, investieren? Es gibt eben den Reward. Das sieht man hier in der Kurve. Die ist, glaube ich, von hier stakingrewards.com unten rechts steht es. Ist nicht mehr ganz aktuell, fehlen jetzt ein paar Tage. Aber man sieht, die Kurve geht so ein bisschen runter. Wir waren erst über 11%. Jetzt sind wir knapp unter 10% und es ist wohl auch zu erwarten, dass das mit der Menge der Validatoren natürlich dann auch nach und nach runtergeht. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass es heißt, ja gut, wenn es immer mehr werden, dann wird es natürlich immer weniger. Dadurch wird natürlich der Reward auch kleiner. Das ist dann natürlich wieder ein Grund für andere Validatoren auszusteigen, sodass sich das irgendwie einpendeln sollte, weil irgendjemand sagte 5%, ich weiß aber nicht, wie das abgeleitet wurde, aber macht für mich jetzt im ersten Mal logisch Sinn. Wenn der Reward kleiner wird, dann gehen Validatoren auch wieder raus und lokalisieren dann ihr Kapital wieder woanders, sodass sich das irgendwo vielleicht in einem Sweet Spot dann irgendwann einpendeln wird. So, dann noch eine weitere Übersicht von stakingrewards.com. Da heißt dann ganz klar Complexity Rating very hard, Risk Rating risky. Also es gibt noch andere Netzwerke und Projekte, wo Staking, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie Token zu locken und damit Reward zu verdienen, da gibt es natürlich auch andere, aber ja, da ist Ethereum aus anderen Gründen attraktiv. Es ist aber, wenn man es zu Hause betreibt, very hard und risky, sagen die hier, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht. Genau, Required Minimum ist 32. Die Lock-Up-Period habe ich jetzt hier übermalt. Ich glaube im Moment 365. Ja, 365, glaube ich. So, aber very hard und risky fand ich irgendwie auch cool. Und so fühlte ich mich dann, als ich loslegte mit meiner Suche nach Informationen zu dem Thema. Dann kommen wir mal zur Hardware. Das ist jetzt hier die Recommended Hardware von dem Prism-Client, für den ich mich da entschieden habe. Und das heißt also, man braucht ein Operating System, klar. Man braucht einen Prozessor, empfohlen ist i7, Minimum ist i5. Dann Memory 8 GB wird empfohlen als Minimum. Aber ich meine, 16 braucht man schon dann mindestens. Storage dann eben die 100 GB erstmal für den Client. Aber man muss beachten, dass man auch noch Space für den normalen Ethereum-Node braucht. Ja. Und natürlich Breitband-Internet. Aber das war es dann ansonsten auch schon. Das heißt, erstmal jetzt klingt das nicht so schwer wie das normale Proof-of-Work-Mining von der Hardware-Seite her. Das heißt also, eventuell reicht ein alter Laptop, wobei man da dann auch nicht weiß, wie lange macht der noch oder ist der dafür geeignet, die ganze Zeit durchzulaufen, so ein bisschen. Das wäre so ein bisschen mein Bedenken bei einem alten Laptop.
Deswegen habe ich mal mich umgeschaut, was es sonst noch so gibt. Also es gibt dann natürlich der Blick gleich auf den Raspberry Pi, wobei es da, glaube ich, mit dem Arbeitsspeicher ein bisschen eng wird. Ja, ansonsten klar, ein Desktop, wenn man da was einen überhaupt, kann sich da auch eignen, oder so ein Home-Server oder ein Virtual Private Server, wobei das dann wiederum die Frage ist, warum mache ich es dann überhaupt selbst, wenn ich es dann auf AWS laufen lasse. Von der Dezentralisierungsperspektive sozusagen gibt natürlich den Punkt, dass man da vielleicht ein redundantes System aufsetzt, dass man zu Hause einen hat und einen sozusagen in der Cloud. Dann gibt es noch den Anbieter hier, Avado, die haben einfach Hardware, die sind darauf spezialisiert. Und genauso gibt es dann noch Depnote, die auch in ihrem Shop also fertig installierte Hardware für Nodes verkaufen. Ich habe mich dann entschieden für so ein Intel NUC, Kostenpunkt 200 Euro. Das ist dann so ein kleiner so ein Minicomputer sozusagen, da dann noch die 16 GB RAM rein für 50 Euro und 2 Terabyte, das war fast dann noch am teuersten. Da hätten vielleicht auch 1 Terabyte gereicht, das schaue ich jetzt mal. Also im Moment würden die noch reichen, aber mal für langfristig ist, glaube ich, 2 Terabyte ganz gut. Oder vielleicht braucht man sogar auch noch mehr, das kann man aber bei dem NUC jetzt hier auch ganz gut theoretisch noch upgraden. Und dann habe ich mich entschieden, das über das OS von Depnote zu installieren alles. Das ist einfach ein darauf spezialisiertes Betriebssystem sozusagen. Und dann brauchst du noch ein Bildschirm und Tastatur, klar, um das einzurichten. Das war jetzt das, wofür ich mich dann entschieden habe nach meiner Recherche. Klar, dann noch eine Internetverbindung. Das war für mich eine große Hürde. Ich hatte irgendwie Internet über DS Lite Tunnel. Da hat das dann alles nicht funktioniert. Da hatte ich irgendwie keine eigene IP oder irgendwas. Das hat nicht funktioniert. Da musste ich erst noch über meinen Internetprovider auf Fullstack irgendwie umswitchen lassen. Da habe ich im Internet gelesen, einige sind daran ziemlich verzweifelt. Da war auch dann der Provider nicht so hilfreich oder hat sich da ziemlich feiern lassen. Das hat ewig gedauert, es umzustellen. Bei mir, muss ich sagen, ging es recht schnell. Es war ein Anruf und dann war es innerhalb von einer Viertelstunde umgestellt und dann ging auf einmal alles. Ansonsten bei der Hardware dann noch die BIOS konfigurieren, also die Grundsettings der Hardware, sodass die angeht mit Power On. Also sobald der Computer am Strom ist, schaltet er sich ein. Das ist für den Fall, dass man mal im Urlaub ist und es ist ein Stromausfall zu Hause. Wenn der Strom dann wieder da ist, dann schaltet sich das Gerät aber automatisch wieder an. So, und dann die Software-Seite. Wie gesagt, über Depnote für mich als Anfänger war das irgendwie das einfachste und einleuchtendste. Das ist ein Open-Source-Betriebssystem sozusagen. Das habe ich einfach runtergeladen hier über GitHub. Brennt das auf einen USB-Stick. Das steckt man dann ein in den PC und dann beim Booten wird es dann installiert. Da ist ja auch ein Video-Tutorial nochmal verlinkt. Da muss man sich eben durchklicken. Und dann braucht man noch OpenVPN, um sozusagen eine VPN-Verbindung von dem normalen Laptop, den man benutzt, oder Handy, das man benutzt, dann auf den Validator-Node sozusagen eine direkte Verbindung zu haben, eine sichere. Das war es von der Software-Seite da. So, und wenn man dann diese Depnote-Installation durchläuft, sprich also den USB-Stick in den PC steckt und das installiert hat, das alles durchlaufen hat, dann endet das mit so einem QR-Code hier. Und den muss man dann einfach nur scannen mit dem Endgerät, mit dem man auf den Validator zugreifen möchte und mit dem man dann einen VPN-Tunnel herstellt. Das heißt, ich habe dann ein Endgerät, mit dem ich mit meinem Validator-Node sozusagen sprechen kann und auf die Benutzeroberfläche dann zugreifen kann.
Und die sieht dann bei DepNote so aus. Und da kann ich diese ganzen verschiedenen Pakete im Grunde installieren. Da gibt es dann hier diesen App Store und da muss man sich dann eben das Richtige zusammensuchen für den Ethereum 2 Validator und in meinem Fall Testnet Validator. Und das waren hier diese Packages, also einmal Geth, ein ganz normaler Ethereum 1 Node, dann Girly als Testnet und dann Prism Pyrmont ist der Beacon Chain Client, der Testnet-Client von Prism. Die drei Packages habe ich dann eben installiert. Das Ganze dauert dann natürlich erstmal, muss der normale Node synken, dann der Testnet-Node, das dauert dann auch nochmal. Testnet geht natürlich schneller. Und ja, dann am Ende noch den Prism-Client und dann muss die Beacon-Chain sich auch noch synchronisieren. So. Dann braucht man sein Testnet-Ether, wenn man also im Testnet unterwegs ist. Ansonsten, wenn man seine Mainnet-Ether hat, dann das Ganze natürlich auf dem Mainnet funktioniert das so natürlich nicht. Aber beim Testnet gibt es eben dieses Faucet, wo man sich das Testnet-Ether besorgen kann. Und dann ganz normal in seinem MetaMask dann erstmal verfügbar hat. Und dann geht man auf die Seite entsprechend des Launchpad, heißt das. Beim Mainnet ist es, glaube ich, launchpad.ethereum.org. Hier für diesen Prism, für den Testnet Validator, ist es pyrmont.launchpad.ethereum.org. Und geht da auf Get Started und wird dann da einmal durchgeführt durch den Prozess, um die Validator Keys zu generieren. Ja, das habe ich jetzt hier mal nicht. Das ist eigentlich dann relativ selbsterklärend. Man wird da sehr gut durchgeführt, wird auch nochmal auf alle Risiken hingewiesen und was da alles technisch im Hintergrund läuft. Das kann man sich auch nochmal über alles informieren. Diese Schritte muss man dann eben einmal durchgehen. Und in diesen Schritten ist dann eben auch dabei, der Schritt, das Testnet Deposit einzubezahlen. Das habe ich dann hier auf dem Testnet gemacht. Das war dann eine Transaktion eben von 32 Testnet Ether. Und ja, am Ende kommt dann dabei raus, dass man ja, dieses schöne, was ist es, Nashorn angezeigt bekommt, weil man erfolgreich seine Keys erzeugt hat. Das ist dann quasi eine Datei, die bei diesen ganzen Schritten, durch die man da auf der Homepage durchgeführt wird, hat man die lokal eben auf seinem Laptop erzeugt. Da liegt die einfach mal. Das ist einfach nur ein Public und ein Private Key Pair sozusagen als in einer Datei verschlüsselt gespeichert. Die liegen dann da erstmal und denen ist natürlich dann auch das Deposit zugeordnet, was man in dem Zuge eingezahlt hat. Und dann muss man eben warten, ich weiß nicht wie viele Epochen oder was. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert. Wenn es auf dem Mainnet gewesen wäre, hätte ich die Krise bekommen, ob das denn jetzt alles funktioniert hat. Ich glaube, beim Testnet hier hat es tatsächlich mehrere Tage gedauert. Ich weiß es jetzt nicht, wie es auf dem Mainnet im Moment, wie lange es da dauert. Aber da braucht man Geduld und starke Nerven, bis einem dann hier eben active angezeigt wird. Jakob, zum Verständnis, du bist dann mit deiner Kennung als einer der Validatoren von so einer Epoche nominiert quasi. Nee, da wird sozusagen von allen anderen wird bestätigt, dass mein Deposit eingezahlt wird und einem sozusagen Validator-Key zugeordnet ist. So erkläre ich es mir. Ja. Also quasi die Zulassung. Genau. Dass die okay. anderen sozusagen akzeptieren, okay, da ist ein Deposit einbezahlt und da gibt es einen neuen Validator-Kandidat sozusagen. Ah, okay.
Gut, also jetzt würdest du quasi darauf warten, dass du irgendwann mal ausgelost wirst, mit zu validieren. Genau, das ist inzwischen bei mir jetzt schon passiert. Das war jetzt nur hier der Status damals, wo ich dann irgendwie stündlich reingeguckt habe und es war irgendwie noch nicht, ja. Das ist ja wahrscheinlich die Warteschlange, die vorhin ja der Marius erzählt hatte. Genau. Ja. Wahrscheinlich wollten die zu der Zeit, weil es gerade dann online ging, Beacon Chain, Ethereum 2.0, dann plötzlich der Run drauf und alle wollten testen. Ich glaube, ich war gar nicht so früh dran. Ich war, glaube ich, relativ spät. Aber man sieht hier ja, also Awaiting Activation, 65 ja, Validators in genau. Queue. So, und das, weiß ich nicht, ob da vielleicht ist auch Testnet langsamer als Mainnet. Ich habe jetzt auf Mainnet keine Erfahrung, aber ich glaube, da dauert es auch einen Moment. Und ja, wenn da quasi 40.000 Euro in der Luft hängen, ja. Aber das ist doch jetzt mal eine spannende Frage. Ich fand vorhin deine Frage auch wichtig. Was halten eigentlich die Validator davon? Ja. Erstmal Frage, Jakob, bist du fertig? Also nee, es kommt noch hier noch vielleicht nochmal die UI von diesem von dem Prism Client. So sieht das dann aus, wenn man sich also dann quasi über seinen VPN-Tunnel mit dem Node verbindet und dann ein Passwort eingibt, was auch ultra lang sein muss. Ich habe, glaube ich, das ist das ein Passwort, das habe ich nirgendwo anders. Und dann kommt man eben auf dieses User-Interface, wo man dann einfach nochmal sieht, hier, mein Testnet-Node ist halt der Gratefully Easy Hornet, der hat dann Validating Public Key hier irgendwie und ja, ETH-Balance hier vielleicht auch, das ist jetzt unter 32, weil ich war dann mal tatsächlich, glaube sogar über eine Woche offline mit ihm. Ich habe das, deswegen mache ich das auch mit dem Testnet, weil ich einfach mal gucken will, was passiert, wenn ich so und so lange offline bin, was passiert, wenn ich mal in einem anderen Netzwerk mich anschließe, was passiert, wenn ich vielleicht auch mal den NUC mal an die Wand werfe. So, und das war jetzt hier eben dieses Offline-Penalty, waren dann da irgendwie 0,08 Ether wohl. Ja, ich denke mal, das habe ich jetzt in der Woche dann wieder drin, wenn ich normal online war. Ich glaube, das war die, so ja genau, und dann harvest your crops, wenn du es auf dem Mainnet machst. Ja, das war es, glaube ich. Da sind noch ein paar Quellen dann. Sehr cool, Jakob. Genau, bevor wir jetzt aufs Thema eingehen, ich glaube, es waren mehrere Fragen jetzt noch. Einmal hat ND ganz am Anfang gefragt, da hat es ja von den Rewards gesprochen, Jakob. Da die Frage, von welcher Prozentzahl spricht man? Also was ist die Reward von 11% oder 9% oder 5%? Also von dem Ether, den du stakest, ist das dann pro Monat, pro Jahr oder ist es kontinuierlich, bekommst du es dann, sag ich mal, auf deine Adresse zugeschrieben direkt, klar, auf deine Staking-Adresse, Validatoren-Adresse oder wie läuft das da? Ja, also ich verstehe es so, dass man das hier als, in dem Fall, wenn das jetzt hier Mainnet wäre, dann würde man hier die ETH-Balance, würde man halt sehen, dass das dann mehr als 32 ist. Und die 11%, die ich eben gezeigt hatte, das war ja von stakingrewards.com. Ich meine, das ist bezogen auf das hinterlegte Ether und bezogen auf pro Jahr hochgerechnet. Aber hier auf der Seite wird das auch nochmal genau erklärt, wie die hier, weil das ist ja auch ein Adjusted Reward. Da wird nochmal genau erklärt, was die da hinzurechnen und abziehen. Das kann man sich hier auf Staking Rewards kann man sich da das genauer anschauen. Aber ist das vielleicht auch nochmal aktueller? Also, Nando, du könntest vielleicht mal auf Beacon Chain gehen, beaconchar.in, und da kann man sich das alles ziemlich gut anschauen. Ja. Wie auch so die Rewards auf dem echten Testnetz sind. Ja. Genau. Jakob, du bist gerade, du sharest gerade den Screen, machst du das gerade? So, kann ich machen, ja. Also Beacon Chain. .org. Beacon, Beacon, Beaconchar.in. Ja,
Genau. Und dann könntest du hier auf Validators und dann Validator Leaderboard. Ah ja. Dann kann man sich so die anderen Validators angucken. Da sieht man zum Beispiel, also der allererste, der hat so viel verdient. Also der hat jetzt ungefähr 1000 Euro verdient in den letzten bei 2 Monaten. Und das hat er aber dadurch, dass er eben andere geslasht hat, zum Beispiel. Also die Höchstverdiener, die haben irgendwie andere geslasht. Und jetzt kannst du mal auf, wenn du unten rechts auf Last gehst, dann kannst du die Leute sehen, die irgendwie inaktiv waren. Und wie viel die verloren haben. Also heißt, wenn du sagst geslasht, das heißt, dass die anderen, die einen Verlust haben, bekommen dann im Netzwerk zugeordnet oder was? Oder geht das verloren? Nee, geslasht heißt, also wenn jemand jetzt Scheiße baut und wenn jemand irgendwie eine Attacke fährt und du merkst das, also 2 verschiedene Blöcke signiert, du merkst es und du schwärzt den an, dann kriegst du einen Teil von dem Geld, was ihm sozusagen weggenommen wird. Verstanden. Also Stasi auf dem Block. Ja, das ist aber in den ganzen Netzwerken so. Das ist eigentlich mit fast allen Krypto-Protokollen so, dass die Leute, die jemanden, die einen Fehler finden, also jemanden irgendwie anschwärzen, eben halt auch ein Stück davon. Das war auch wirklich scherzig gemeint. Also anschwärzen meinst du jetzt auf Protokollebene oder? Auf Protokollebene. Also okay. dass die sagen, hey, ich habe hier den Beweis oder hier ist der Beweis, dass diese Person falsch gehandelt hat. Also diese Validator. Aber damit ist aber ein Polizist kein Stasi. Okay. Ja. Genau. Der erkennt durch die doppelte Signierung oder so, dass da irgendwas in dem Block falsch ist und dann bekommt er eine Reward, weil er es dann signalisiert ans Netzwerk. Mhm. Okay. Genau. Alles klar. Okay, ND, ich denke mal, hat es deine Frage beantwortet? Ich denke mal schon. Dann hatten wir noch eine Diskussion über die stabile Internetverbindung. Da, Jakob, vielleicht deine Ausstattung, was hast du für eine Internetverbindung so? 2 MB, 16 Mbit? Ich habe jetzt abgegradet auf 1000. 1000? Ja, über Kabel. Du hast was vor, oder? Machst du irgendwas auf? Nö, das mache ich nur, weil es geht. Wenn du im Fonds gründest und das macht irgendwie Sinn, dann sag Bescheid. Genau. Genau, in der Diskussion sehe ich hier auch noch so eben diese Bedenken, eben, wenn man halt eine lahme Internetverbindung zu Hause hat, das nicht funktioniert, und der Marius hat gemeint, auch mit deiner 2 Mbit und wir jetzt auch im Call gesehen haben, dass es immer zwischendurch Brüche gibt, dass es auch möglich ist und da eigentlich nicht... wie gesagt, es ist ungefähr so, dass wenn du 80% online bist, dann bist du noch im Plus sozusagen. Wenn du jetzt natürlich wirklich hart auf dem Land wohnst, wo halt irgendwie nachts das Internet abgeschaltet wird, dann ist das was anderes. Aber eigentlich mit jeder normalen Internetverbindung, wo du einem Videocall beitreten kannst, die größte Bandbreite braucht eigentlich die Ethereum 1 Node. Die Ethereum 2 Node, die braucht nicht viel. Und die Bandbreite von der Ethereum 1 Node, die wird jetzt auch bald ziemlich viel besser. Also da arbeiten wir gerade an Protokollen, die eben viel, viel weniger Bandbreite brauchen. Also viel, viel weniger heißt 90% weniger Bandbreite brauchen. Wodurch das ganze Netzwerk auch dann entlastet wird. Okay, cool. Dann haben wir hier noch eine Frage von Maximilian.
Es geht ja um das Staking von den 32 ETH und wir bekommen hier, sage ich mal, wenn alles stabil läuft, Internet alles so gut ist und man nicht da irgendwie böswillig handelt, immer aufs Konto zugeschrieben, auf die Validator Node. Und dann wächst, sage ich mal, die Menge an ETH über die Zeit. Wäre dann der Prozentsatz, den man bekommt, dann nur auf die 32 ETH oder ist es ein Zinseffekt? Also auf den zusätzlichen Reward dann nochmal wieder die 10% und dann sage ich mal, das sage ich mal, nicht linear wächst oder sondern eher über die Zeit ja, gegen eine Kurve, die schräg ja. geht. Genauso ist es. Also wenn du auf die allererste Seite, also von Beacon Chain gehst, genau, und dann siehst du diese beiden Kurven und das ist dann Staked Ether gegen Validatoren. Und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du, dass die ein bisschen auseinandergehen. Also es ist schon so, dass das dass das mehr wird. Also mehr als linear wird. Glaube ich zumindest. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist. Müsste ja auch Sinn machen. Würde es ja irgendwann exponentiell werden, oder? Hängt der Format wieder... Dadurch, dass ja der Reward der sinkt prozentual sinkt. Ja. Also je mehr Ether gestaked wird, desto weniger Reward gibt es ja. Beziehungsweise der Reward, der insgesamt ausgeschüttet hat, wird fix. Und es ist halt nur die Frage, wer bekommt, glaube ich. Wie gesagt, genau weiß ich nicht, wie das berechnet wird. Aber ich denke, da dürfte es auf dieser ETH-Staking-Seite dürfte es da einige Informationen geben. Danke, da gucke ich mal rein. Und ich wollte fragen, was sind das Pending Validators? Active Validators und Pending Validators. Was ist Pending Validators? Also Pending Validators, das ist genau die, das sind die Leute, die jetzt schon auf dem Netzwerk deposited haben und jetzt warten, dass sie anfangen können zu validieren. Also das ist sozusagen die Entrance Queue. Also es gibt da eine Queue, damit es nicht auf einen Schlag viel zu viele werden, dauert das. Und das dauert, ich glaube, pro Epoche. Da stehst du ja in 4 Tagen, da steht sogar da, so Pending in 4 Tagen, Activation. Mhm. Und pro Epoche kannst du, glaube ich, 4 neue Validatoren aufnehmen oder sowas. Genau. Okay, danke. Ja, dann wenn jetzt keine Fragen zum Jakobs sind, würde ich mal zurückgehen auf die Diskussion mit den Minern. Mhm. Also generell, ob es da eigentlich so eine Art Lobbyarbeit gibt, die sagen, okay, ich habe so viel Infrastruktur, die haben ja viel Hardware in den letzten Jahren investiert. Und wenn das, sage ich mal, auch wenn es eine Übergangsphase ist, da irgendwie laute Stimmen gibt, zu sagen, nee, wir wollen bei ETH1 bleiben. Typische Lobbyarbeit, weil man eben Interesse hat und ein gewisses Meat in the Game hat. Und ob du was da mitbekommst intern von der Ethereum Foundation, dass sie irgendwas hört, dass da Miner laute Stimmen haben. Und vorhin hat der Sam ja schon gesagt, es wurde lange angekündigt, dass es irgendwann kommen wird. Bereitet euch vor, aber wir sehen ja auch bei Adobe Flash, dass die chinesische Regierung Adobe Flash nicht abgeschafft hat oder eine südafrikanische Steuerregierung oder Finanzabteilung immer noch auf Adobe Flash gearbeitet hat und somit auch mit langer Ankündigung von Adobe nicht sich angepasst hat. Also was sind da eure Gedanken? Oder hast du da irgendwelche Internas? Wir lassen uns, also laute Stimmen gibt es immer. Laute Stimmen, ja, die machen halt auch Druck, ne? Ich denke mal, es ist Geldinteresse da. In die eine Richtung und in die andere Richtung.
Es war von Anfang an, seit der Erschaffung von Ethereum, schon der Plan, dass es irgendwie zu dem Proof of Stake gehen wird. Ich bin mir sicher, dass es, wenn es dazu kommt, wird es einen Fork von Ethereum geben, der weiterhin Proof of Work verwendet. Ich denke, die meisten, also was es eigentlich entscheidet, welcher Fork am Ende erfolgreich ist, ist natürlich die Arbeit der Entwickler, welcher Fork weiterentwickelt wird und einfach die Projekte, die darauf arbeiten. Also dieser ganze DeFi-Bereich, der im Moment irgendwie mehrere Milliarden irgendwie an Kapitalisierung hat, der ist ja komplett auf Ethereum. Und der wird auch auf der Ethereum-Hauptchain bleiben. Und die Leute sind eigentlich die sind eigentlich so die Entscheidung machen, was das wirkliche Ethereum bleiben wird. Ich denke, es wird einen Fork geben. Es gibt ja jetzt schon irgendwie 1000 Ethereum-Forks. Wenn man in die meisten Kryptowährungen reinguckt, dann ist es entweder ein Fork von Geth, also von unserer Codebase, oder von Bitcoin.de. Es sind halt wirklich gute und weit entwickelte Softwareprojekte. Und wir merken nicht viel von irgendwelcher Lobbyarbeit von Minern. Also natürlich sehe ich auf Twitter öfter mal irgendwelche Miner, die irgendwelche Ideen haben. Aber die meisten Miner sind auch schon Ethereum-Enthusiasten, so würde ich sie nennen. Also die wollen, denen ist eigentlich eher, also außer natürlich den großen Farmen, aber so den Hobby-Minern ist eigentlich Ethereum wichtiger als das Mining. Und viele von denen haben jetzt auch natürlich angefangen zu staken und so, weil sie ja auch die technische Expertise haben, um so eine Node laufen zu lassen. Von den großen Firmen, das war eigentlich mit Prog Powell, da hat man mehr Lobbyarbeit. Also ich war auch involviert in einem Proposal, das sich Prog Powell nannte. Das war ein neuer Proof of Work für Ethereum. Da war ich noch nicht bei der Foundation. Da hat man dann viel Lobbyarbeit von ASIC-Herstellern auch gesehen, die dann wirklich irgendwelche offenen Briefe und teilweise anscheinend auch bestimmte Leute irgendwie dazu gebracht haben, irgendwie öffentlich dagegen auszusagen, gegen dieses Prog Powell. Okay, cool. Also generell, ich kann dann natürlich auch nur von mir reden und will da auch keine Aussage für die anderen Entwickler und für die Foundation machen. Aber generell denke ich, versuchen wir uns nicht so viel von irgendwie anderen Leuten beeinflussen zu lassen. Okay, ich sehe hier noch eine Frage vom Florian Adolf. Er hat noch eine generelle Frage zur Energieeffizienz von ETH 2.0. Florian, möchtest du gerne nochmal eher, sag mal, ein bisschen detaillierter deine Frage schildern? Oder? Also es geht darum, ich habe jetzt mit großen Ohren zugehört, finde es Hammer, wo ihr da dran seid. Ich versuche da mit meinem Intellekt und meinem Anfängerwissen zu folgen. Ich komme aus der Kunstecke und da ist gerade sehr viel Bewegung drin, wenn es um Krypto-Art geht. Da ist gerade kann man sich auch anschauen, auf Clubhouse, 1000 Diskussionen, was weiß ich, zu dem Thema. Und viele Künstler setzen sehr stark auf NFT und damit Ethereum. Und für die ist allerdings auch lustigerweise relevant, wie energieeffizient das Ganze ist, weil
Blockchain-Technologie im Ruf steht, sehr energieverbrauchend zu sein und damit eigentlich nicht ökologisch sinnvoll. Künstlerinnen und Künstler suchen nach Möglichkeiten, neue Technologien und hoffen auf NFT. Und inwiefern kann man das beziffern mit dem Ethereum 2.0, wie viel energieeffizienter das sein wird, weil das ja vorhin angesprochen wurde? Also beziffern kann man das nicht. Ich kann mal so ein paar, also das Ding ist, diese Miner, das sind Grafikkarten, die brauchen enorm viel Strom. Also da gab es dann irgendwie Berechnungen, dass eine Transaktion auf Bitcoin 2000 Kilowattstunden braucht. Zur Hochzeit. Also so viel wie eine Familie im Jahr an Strom verbraucht. Auf Ethereum ist es ein bisschen besser. Da waren es irgendwie 30 Kilowattstunden oder so. Also halt immer noch eine abartige Energieverschwendung, die man natürlich auch als so ein bisschen, ja, ökologisch eingestellter Mensch auch einfach nicht gutheißen kann. Genau. Das ist ein Painpoint, den wir alle ziemlich fühlen, vor allem auch bei der Foundation. Da sind alle auch sehr, ja, sehr, sehr ökologisch und so eingestellt. Ethereum, also man kann halt weder den Energieverbrauch des jetzigen Netzwerkes noch den Energieverbrauch des zukünftigen Netzwerkes wirklich bestimmen. Aber wenn man jetzt hochrechnen würde, irgendwie der Energieverbrauch von einem so einem Knoten sind irgendwie halt ungefähr 100 Watt. Wenn man jetzt 10.000 Knoten oder irgendwie 100.000 Knoten, wären wir bei 10.000 Kilowatt, die das Netzwerk verbrauchen würde. Im Gegenzug zu den Mega-Gigawatt, die das jetzige Netzwerk verwendet, ist es halt ein 99stel ungefähr. So halt. Also es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und ich denke, ja, also was man bei dieser ganzen Debatte auch immer noch beachten muss, ist, dass viele von diesen Minern auch mit grüner Energie meinen oder mit Überschuss meinen. Dass also viele von den Mining-Farmen stehen halt irgendwo in Island, wo es halt irgendwie überschüssige Energie von Thermalkraftwerken und sowas gibt. Aber es gibt halt eben auch natürlich ein großer Teil der Mining-Farmen in China, wo sie halt noch Kohle verbrennen. Und ich denke, das ist ein Painpoint, den wir alle irgendwo fühlen. Und ich denke, da ist davon wegzukommen, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich weiß, von einigen Projekten oder zumindest von einem und anderen so angedacht, die selber Strom produzieren über Solaranlagen, Windkraftanlagen und überschüssige Energie eben in das Mining reinstecken wollen, das aber nicht über Bitcoin machen wollen. Und also wäre das perspektivisch zumindest im Verhältnis zu anderen sinnvoll. Ja, das wäre perspektivisch eine Idee, dann Validatoren laufen zu lassen. Das Ding ist natürlich, die brauchen halt nicht viel. Also mein kleiner Computer hier in der Ecke, der verbraucht halt ein Viertel von meinem ganz normalen Rechner, den ich tagtäglich zum Arbeiten brauche. Deswegen ist halt dann wieder die Frage, ob man nicht doch irgendwie noch was Sinnvolleres was mit dem Strom irgendwie anfangen kann. Klar. Wasserstoffspalten oder sowas. Ja, es geht auch um einfach Vertrauen zu schaffen bei den Künstlerinnen und Künstlern. Gibt es denn irgendeine Seite oder irgendwo von Ethereum oder so, wo man sich über solche Fragen informieren könnte von offizieller Stelle? Also es gibt ethereum.org. Das ist sozusagen, das ist so die Anlaufstelle für alles. Das ist auch für
Also die ist relativ neu, beziehungsweise also neu aufgelegt. Da geht es, das ist teilweise von der Foundation wird die verwaltet, teilweise aber auch mit Content von anderen Leuten. Das ist ein Start für eigentlich alle Enterprise-Leute, Developer und auch irgendwie ganz normale. Also zum Beispiel ist da in allen Programmiersprachen, in allen, teilweise auch in vielen verschiedenen Sprachen, Einführungen in eben Solidity, Einführungen in Smart Contract Programming. So ein Graben ist da drauf. Und ich glaube, dass man da eventuell vielleicht auch was finden kann. Und man dürfte auch anfragen einfach selbst dort. Genau, und ja, genau. Also man kann da einfach selbst was schreiben, wenn du irgendwie da jetzt was rausfindest und kannst du dazu was schreiben. Oder du kannst auch einfach, genau, also es gibt ein GitHub-Repository, also das ganze Ding basiert sozusagen auf einem GitHub-Repository und da kannst du halt eben auch immer Fragen stellen, Issues öffnen. Also das ist github.com/ethereum/ethereum-org-website. Und da kannst du dann halt eben sagen, okay, ich will unbedingt, also ich würde gerne was wissen über, oder ich finde es wichtig, dass irgendwie über den Energieverbrauch gesprochen wird. Und ich denke, dann wird sich da drauf jemand melden. Super, danke. Eine Frage von meiner Jakob, wie lange hast du noch gebraucht, mal zum Sinken? Nur einfach so, auch weil du vor allem eher gesagt hast, hat lange gedauert, aber waren es 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage? Nee. Das ist jetzt natürlich auch nur Testnet. Also der Ethereum OneNote, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber da will ich mal so einen Tag für einplanen einfach. Ist wahrscheinlich weniger. Und dann der Girly, das da geht in einer Stunde, also das Testnet. Ja, die 8 Gigabyte waren es, ja. Okay. Und die Beacon Chain, die Beacon Chain auch wenige Stunden. Okay. Aber wie gesagt, alles Testnet, oder? Ja, es kommt halt stark drauf an, wie halt auch deine Internetverbindung ist. So. Klar, mit seiner 1000 wahrscheinlich müssen wir alle das 10-fache jetzt erwarten. Also, wenn du sagst einen Tag, dann brauchen wir 1,5 Wochen. Naja, also es ist so, das Mainnet, und es gibt halt auch verschiedene Synchronisationsmodi, Sync-Modes. Einem, wo du sozusagen alle Blöcke runterlädst und dann selbst die Chain irgendwie von Anfang an durchgehst, der braucht, ja, je nachdem, also der braucht zum Runterladen der Blöcke, braucht der ein paar Stunden, 5-6 Stunden vielleicht, um 12 Millionen Blöcke runterzuladen. Und zum Ausführen der Blöcke kommt halt auf deinen Computer drauf an. Das kann dann schon 2-3 Tage dauern, wenn du irgendwie so ein Pi oder sowas laufen hast. Aber sonst, ja, wie gesagt, dann gibt es den Fast Sync Mode. Da ist es so, dass du sozusagen alle Blöcke runterlädst plus den aktuellen Stand des Netzwerkes. Und dann verifizierst du nur noch die letzten 60.000 Blöcke. Was dann natürlich, das heißt, dafür brauchst du mehr Bandbreite, weil du auch noch den State, 50 Gigabyte State runterladen musst. Aber dafür brauchst du dann weniger Ressourcen, um die Blöcke dann sozusagen auszurechnen, die einzelnen Transaktionen auszurechnen. Und jetzt gibt es einen neuen Synchronisationsmodus, den wir gerade ausrollen. Der nennt sich SnapSync. Und damit kannst du Mainnet innerhalb von
also je nachdem, ob du einen, wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der dich mit gutem State beliefert, dann kannst du innerhalb von 2-3 Stunden Mainnet zünden. Wenn du das nicht hast, so wie bei mir, hat das einfach mal 2 Wochen gedauert oder sowas, weil ich halt keinen Peer gefunden habe, der dieses Protokoll, das wir ja jetzt noch nicht veröffentlicht haben, überhaupt sprechen konnte. Weil wir natürlich nur irgendwie 4 oder 5 Knoten laufen lassen haben mit dem Protokoll. Aber das ist was in Zukunft eben kommen soll. Das ist dann so Best of Both Worlds, wenig Energieverbrauch, wenig Ressourcenverbrauch und wenig Bandbreite. Was ich mir noch notiert habe, bevor wir jetzt auf die Diskussion eingehen, oder sehe ich ja, dass Karin und Maximilian gerade was schreiben, da hatten wir oben, glaube ich, das noch gar nicht angesprochen. Es geht um die Zufallsfunktion von Hardware und Software. Da hat Sam ja geschrieben, dass er dachte eben, dass das Hardware und Software kein Zufall können. Und seine Frage eben, wie man das macht. Du hast ja die Verifiable Delay Functions angesprochen. Und was ist da intern der Status Quo bei euch? Weil mein Status Quo ist auch vom Thorsten Noll, das ist auch einer von unseren Community-Mitgliedern, die der zeitlang jetzt nicht mehr dabei ist, weil er eben seine Doktorarbeit genau in diesem Bereich schreibt, also über Hardware und Verifiable Delay Functions. Und dieser Bereich ist noch gar nicht so richtig gründlich erforscht. Es gibt da noch nicht so viel darüber. Und finde ich ja, erstaunlich, dass dann eben in der Architektur von Vitalik das auftaucht. Ja, also viel von der Architektur ist noch nicht erforscht. Das ist ja genau das Ding. Also auch die Algorithmen, die jetzt hinter der Beacon Chain zum Beispiel laufen, sind ja auch Algorithmen, die halt extra dafür, also Casper FFG ist der Algorithmus sozusagen, der jetzt da implementiert wurde. Und der ist ja auch extra dafür geschaffen worden, den gab es ja vorher auch noch nicht. Also, das ist ja das Coole, dass halt viele von diesen von großen Universitäten, renommierten Forschern, Researchern eben an diesem Thema zusammen mit Ethereum und mit der Ethereum Foundation arbeiten. Und ich denke, da ist es halt, also diese Verifiable Delay Functions, da habe ich auch mal mit jemandem gesprochen, mit einem sehr berühmten Researcher aus dem ganzen Kryptofeld, der sich damit jetzt auch irgendwie beschäftigt, der zum Beispiel SHA-1 gebrochen hat und MD5, also diese Hash-Funktion. Und der ist jetzt voll auf den Verifiable Delay Functions Zug. Ja, wie gesagt, das ist alles noch Active Research. Deswegen ist auch die Frage, wann da was. Also eine Verifiable Delay Function ist gar nicht schwer zu kreieren. Es ist nur schwer, eine zu kreieren, die halt auch wirklich auf den Ethereum Use Case passt. Also zum Beispiel kannst du, wer jetzt irgendwie 3-mal hintereinander oder 30.000 Mal hintereinander Cache-Shack ausführen, also SHA-3 ausführen, eine normale Hash-Funktion auszuführen, immer mit dem sozusagen Input der vorherigen, das wäre auch eine funktionierende Verifiable Delay Function. Aber die hat natürlich dann andere Probleme. Das heißt zum Beispiel, der Proof wäre dann ja 30.000 Pre-Images, sodass man den parallel verifizieren kann. Aber das ist alles viel zu komplex. Das Ding ist so, da gibt es viele theoretische Dinge, nur es gibt halt noch wenig, was da wirklich funktioniert. Ja, und dann später, die Ethereum Foundation hat zusammen mit Filecoin einer anderen Kryptowährung, die halt auch viel, die auch Randomness, harte Randomness braucht. Denen haben sie, ich glaube, 10 Millionen
Euro an Grant irgendwie Grantgeld bereitgestellt, das eben zur Erforschung, zur Produktion und so irgendwie von Open Source Hardware für diese Verifiable Delay Functions verwendet werden soll. Sehr spannend. Also für alle, die vielleicht doch denken, sie möchten gerne eine eigene Hardware hinsetzen und staken. Ich denke mal, das dauert ein bisschen Zeit. Also ich denke mal, die Phasen sind ja auch da, aber wie wir erkennen, in der Kryptowelt oder Blockchain-Welt sind Deadlines eigentlich sehr rar. Also man muss immer alles erforschen, erfahren und testen, bis dann irgendwann es wirklich Mainnet ist. So, was wäre denn so deine Einschätzung, Marius? Was glaubst du? Ein Jahr, zwei Jahre? Wie lange das dauert? Bis der Merge kommt, bis zur Phase 2, 3 kommt. Also wenn ich jetzt staken würde, also ich war kurz davor, schon meine 32 Ether wegzuschicken. Ich habe ziemlich genau 32 Ether, die ich mir halt irgendwie vorher zusammengekauft habe. Und als ich kurz davor war, den Button zu drücken, da war es halt irgendwie bei 16.000. So, die 16.000, die hätte ich gut verloren geben können. Jetzt hab dann natürlich irgendwie gewartet und meine Hardware kam nicht an. So, jetzt ist es halt bei natürlich irgendwie 40.000. 40.000 ist jetzt so ein Punkt für mich, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt verlieren würde, das wäre schon irgendwie halt echt ordentlich. Das würde mich ziemlich ruinieren. Und es ist halt auch einfach eine Opportunity Cost. Also du musst wirklich diese 32 Ether jetzt für mehrere Jahre anlegen. Ja. Bis halt wieder dieses Withdrawing, irgendwie bis dieses Withdrawing freigeschaltet wird. Und es gibt technisch noch keine Möglichkeit, um dieses Withdrawing freizuschalten. Das muss erst durch einen Hardfork aktiviert werden. Und das ist wichtig, denke ich mal, auch als Aufklärung hier. Also wenn ihr das... Genau. Es gibt keine Deadline. Es gibt keine Deadline. Wenn ihr jetzt hier staken wollt, macht das auf jeden Fall. Macht es erst auf dem Testnetz. Guckt, wie das alles funktioniert. Guckt, wie eure Internetverbindung ist und wie das alles läuft und was passiert, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt und was auch immer. So. Und aber trotzdem interessant, dass halt trotzdem, sag ich mal, wir haben ja vorhin ein paar Zahlen gesehen, 77.000 sind da, 12.000 sind pending. Also die Leute sind bereit, eben diese 89.000 sind bereit, eben diese Zahl an Ether zu staken, ohne zu wissen, wann sie es wieder zurückkommen. Genau. Sind es 89.000 Personen oder sind es 89.000? Validatoren. Ja, Maschinen, irgendwelche Maschinen. Werden die validiert? Genau, es sind irgendwelche Maschinen. Ja. Ne? Ja. Nee, also das sind irgendwelche Maschinen. Also da gibt es dann, man kann sich das auch angucken, welche Adressen da das Geld hinschicken. Und das sind so, dass irgendwie die größten Adressen, die haben halt eben irgendwie 5 oder 6% von dem Validatoren. So, da gibt es auch irgendwie irgendwo so ein bei den Beacon Chain Stats. Ja. Also der mit Abstand größte Validator hat 13,56% aller Validatoren dieser Adresse. Die anderen, der nächstgrößte, 2,2%. Also, man kann das, man natürlich könnte es theoretisch möglich sein, dass all dieses Geld von einer Person gestaked wurde. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem, weil es im Moment 3 oder 4 Milliarden Dollar sind, die da drinne stecken. Und das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jemand irgendwie 3 Milliarden Dollar ausgibt, um Ethereum anzugreifen. Aber ja, genau, also die Rechnung für mich war,
die Rechnung für mich war drei bis fünf Jahre. Also ich denke, dass das eigentlich denke ich, dass es in 3 Jahren auf jeden Fall fertig ist. Aber worst case denke ich maximal 5 Jahre, bis du dann wieder an dein Geld kommst und bis das alles so durch ist. Aber das ist jetzt natürlich... Dann rechnen wir jetzt, was es bringen kann in 5 Jahren. Ich habe auch eine Frage. Ja, einfach dann voten. Einfach reinschreiben und dann... Ja, okay. Oder Karin hat ja fertig. Dann frage ich habe es auch gehört, dass Leute können irgendwie sich kooperieren, um die 32 zusammen machen und als ein Validator arbeiten in seiner Gruppe von Leuten. Also das Pooling. Das, ja, Pooling, sowas. Genau, also das gibt es auch. Da gibt es verschiedene Ansätze. Entweder man vertraut zum Beispiel seinem Lieblings-Exchange Binance oder also die großen Exchanges, die haben das sozusagen als Service auch angeboten oder bieten das als Service an. Die lassen sozusagen dann die Node für dich laufen. Und du kannst dann so viel Ether, wie du halt willst, 1 Ether oder 10 oder sowas dahin schicken und das wird dann mit anderem Geld von anderen Leuten zusammen kombiniert und dann wird der Validator gestartet. Das Problem dabei ist natürlich, dass du dem Exchange mit deinem Geld vertrauen musst. Hm. Es gibt jetzt noch eine andere Sache, das nennt sich Zero Knowledge Sharded Validator Pools oder so. Da geht es darum, kann man das auch, kriegt man das auch ohne dieses Requirement hin, dass du jemandem vertrauen musst, der die Node laufen lässt. Dass du zum Beispiel irgendwie halt das Geld zusammenpoolst und dann eben irgendwie 2, 3 Nodes laufen, die dann sozusagen für das ganze Geld validieren, aber sich dann auf der anderen Seite wieder nicht in die Quere kommen, wenn um halt dann nicht als Angriff zu gelten. Also da forschen sie jetzt auch dran und ich glaube, da gibt es jetzt bald einen Hackathon. Also wer da irgendwie mitmachen will, darf mitforschen will, jetzt gibt es nächste Woche, 6. bis 12. East Denver, gibt es ein Team, das sich genau damit, also das startet, glaube ich, auch außerhalb von der Konkurrenz, halt mit irgendwie 10, 20 Leuten oder sowas, die sich genau damit beschäftigen, wie können wir dafür Software bauen, dass eben Leute trustless ihr Geld zusammenpoolen können und trustless zusammen staken können. Wie gesagt, das ist aber noch Research. Das ist interessant. Das war meine Frage. Danke. Also das wäre ja interessant, jetzt mal einfach weil du gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass halt von einer Firma kommt. Aber wäre ich jetzt Justin Sun, der Geld hat, ja, wie blöd, wäre es ja jetzt die richtige Gelegenheit, viel Validatoren aufzubauen. Ich weiß nicht, wer Justin Sun kennt, aber das ist, der hat einer der größten ICOs mitgemacht und auch, glaube ich, fast 1 Milliarde oder so, glaube ich, eingesammelt. Und also das wäre ja schon eine Möglichkeit jetzt, wenn dann wirklich seine Konkurrenz-Chain kaputt machen könnte. Gibt's da? Ja, aber ich denke, wenn du halt, also du brauchst ja mal mindestens, du brauchst mehr als ein Drittel von dem ganzen Stake. Ganzes Stake, wie gesagt, im Moment ist irgendwie 3 Milliarden wert, mehr als 3 Milliarden wert. Das heißt, du brauchst mal mindestens über 1 Milliarde Dollar, um in Ether, um da mitzumachen. Ich denke, mit dieser 1 Milliarde Dollar kannst du so viel Sachen anfangen, um Ether kaputt zu machen. Da wäre, glaube ich, das Staken auf der Beacon Chain wäre halt echt das aller... In der Kryptowelt gibt es ganz viele Verrückte. Ja, also mit einer Milliarde Dollar in Ether kannst du halt einfach deinen ganzen Ether verkaufen und dann ist der Preis bei 1 Cent pro Ether und dann ist Ether auch kaputt.
Also, tatsächlich ist ja unter so, Geldgesichtspunkten. Die Blockchain geht ja weiter. Es geht ja nicht nur ja, ums oder du kannst halt alle Transaktionen in den nächsten 20 Jahren verschicken und niemand kann jemals wieder eine Transaktion verschicken, weil deine Transaktionen viel, viel mehr Geld bringen als alle anderen Transaktionen zum Beispiel. Aber bei dem Argument, also es ist ja gar nicht, ne, also es muss ja nicht um Zerstörung gehen. Ne? Das Problem ist ja, also mein Problem, mein persönliches Problem ist ja seit über einem Jahr oder zwei, es heißt Trustless, ne? Vertrauen und Verteilung und dezentral. Es gibt zum einen Leute, die haben echt viel Geld, ja, gerade die Gründer von Ethereum, ne? Und die haben zusätzlich eben noch, gerade von der Anfangszeit von Ethereum, unfassbar viele Coins, ne? Die sie gar nicht gekauft haben, sondern die sie sozusagen produzieren konnten. Und da gibt es sozusagen, ne, die Menge wird dann immer größer, aber, ne, aber es gibt eben Leute, die einfach unfassbar viele Ether haben, theoretisch. Ja, für die sie gar nicht so viel bezahlen mussten und gar nicht so viel bluten mussten. Das ist das ja vollkommen okay. Aber doch wie bei jeder Innovation. Also ja, das ist ja auch vollkommen ja. Okay. Jetzt hast du aber ein System und sagst dann, jetzt gehen wir dahin und verändern das System, dass sozusagen die Validierung sozusagen jetzt kapitalabhängiger wird, also stärker noch. Ja, oder coinabhängiger ja eigentlich sogar. Ja, aber korrigiert mich, wenn ich das mal falsch verstanden habe. Als ich es gelesen habe, als Ethereum dieses Proof of Stake die ersten Male vorgestellt hat, ich glaube 2017 haben die das erstmal drüber geschrieben. Da ging es schon darum, dass es auch eher so eine Absicherung sein soll, dass wenn du dein Geld da rein investiert hast, damit das Netz existiert, dass du ein großes Interesse daran hast, dass es eben nicht fraudulent, also nicht betrügerisch verwendet und nicht zerstört wird. Also dass dadurch auch eine Sicherung existiert, wie sie in vielen Finanzsystemen auch gibt. Ne? Also wenn du Investoren hast, die an einem Fonds investiert sind und da auch viel verlieren, wenn Blödsinn läuft, dann hast du von der Denke her zumindest so eine Art Idee, dass die sich drum kümmern, dass das nicht kaputt geht. Also es ist, glaube ich, nicht nur die Geldgier, sondern es ist auch eine Art von Absicherung, dass diejenigen in vertrauensvolle Validierungsfunktionen kommen, die auch viel zu verlieren haben. So habe ich es mal verstanden. Korrigiert mich, wenn das zu idealistisch ist. Sam, ich glaube, du hast noch nicht fertig geredet. Nee, passt. Ich rede ja immer viel zu viel, deswegen, das war schon der Kern dessen, was ich sagen wollte, schon korrekt. Ja, aber das ist, sag ich mal, trotzdem mein Punkt, was weiß ja nicht, ob ihr das mal verfolgt habt. Gerade da gab es auf Twitter eine ganz große Diskussion zwischen Bitcoiner und Ethereum-Leuten. Vielleicht weiß der eine andere eine Antwort, aber angeblich weiß keiner, wie viel Ether im Umlauf ist. Es gibt keine Quelle. Ja, also das ist einfach wieder so ein Bitcoin-Mythos. Aber ich habe recherchiert, es gibt. Den ich sehr, sehr gerne aufkläre. Also, danke, Marius, danke, deshalb sind wir hier. Also, ja, genau. Es war vor einem halben Jahr oder sowas, kam irgendwann mal ein Bitcoiner auf die Idee, die Anzahl der Coins auf der einen Seite mit den Anzahl der Coins auf der anderen Webseite irgendwie zu vergleichen und zu gucken, ob das stimmt. Und natürlich stimmt das nicht. So, wieso stimmt das nicht? Wieso berechnet die eine Webseite die Anzahl der im Umlauf liegenden Ethereum-Ether anders als eine andere Webseite? Zum Beispiel, weil Ethereum Dinge hat, um Coins zu zerstören. Also es gibt Mechanismen, dass Coins nicht mehr da sind. Nennt sich Self-Destruct. Zum Beispiel. Oder dass halt eben Coins irgendwie an die Nulladresse verschickt werden. So Dinge gibt es, die halt dann teilweise mit einberechnet werden oder eben nicht mit einberechnet werden. Natürlich kann man jetzt einfach hingehen und sozusagen den Wert von jedem Account angucken. Und dann hast du sozusagen den
den im Umlauf oder den Wert des Geldes, den es gibt. Der ist jetzt aber anders als der Wert der jemals gemeinten Coins. Der Wert der jemals, also wenn du alle Coinbase-Transaktionen sozusagen durchgehst, kommst du auf einen anderen Wert, als wenn du dir alle Accounts anguckst. So, das sind aber zwei, also da ist halt ein kleiner Unterschied und deswegen sagen Bitcoiner, ihr wisst ja noch nicht mal, wie man das berechnet. So, sind aber einfach nur zwei unterschiedliche Berechnungsarten sozusagen. Das eine ist, das ist wie beim Euro auch, es gibt das jemals gedruckte Geld und es gibt das Geld, das auf den Konten von allen Leuten sind. Und dazwischen ist ja eine Differenz, weil es ja auch zum Beispiel Geld gibt, das irgendwie mal verloren gegangen ist oder verbrannt wurde oder was auch immer. Und deswegen, also in Ethereum kann nämlich Geld verbrannt werden. So, und deswegen gibt es da einen kleinen Unterschied. Und deswegen gab es da einen riesen Shitstorm, der eigentlich halt wirklich so ein, ja, so ein Nicht-Issue ist. Das sind aber alles Eigenschaften. Ich glaube, das könnte richtig werden, wenn du dir überlegst, wo soll ein Krypto-Euro drauf gemacht werden. Ja? Es ist eine Geldmenge kontrollierbar? Ja, nein. Also es sind natürlich alles Fragen, die jetzt auch Leute dann treibt, die von Krypto noch nicht so viel Ahnung haben und die das nicht so idealistisch sehen, sondern irgendwie Antworten auf so Fragen haben wollen. Wenn sie eine Währung erfinden, tun sie die aus Mainnet. Ich dachte immer, die würden auf Corda und also eine DLT gehen, dass das sozusagen die kontrollieren. Also ich hoffe, dass unsere Politiker nicht so rum sind auf einem Public. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ehrlich gesagt momentan nicht, was die Diskussion, aber das müssen solche Kriterien sein. Ja. Oder das ist recht wahrscheinlich. Ja. Ja, am Ende sage ich mal ja auch, haben wir immer noch, glaube ich, über 1 Milliarde Pfennige und D-Mark im Umlauf und man weiß nicht, wo die sind. Und da weiß auch die EZB wahrscheinlich, wie viele oder die Deutsche Bank, die Bundesbank, wie viele im Umlauf sind, aber auf ihrem Konto sind weniger als ursprünglich. Ja. Sehr schön. Mir ist gerade noch was eingefallen, weil ich zugehört habe, ja, nochmal mit dem Ethereum. Und dass die Gründer so viel Ethereum haben und so weiter, dass es dann zu Staking umgeht und so weiter und sowas. Ob das nicht auch vielleicht gefährlich ist. Und dazu fällt mir ein, es war Wi-Fi, also der Wi-Fi-Developer oder Gründer, der ist die Sache angegangen mit dem Mindset, dass es ein fair Launch sein soll. Das heißt, er hat sich selbst nichts gegeben. Und er hat gemeint, das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung von seiner Seite, denn jetzt hat er immer noch die ganze Verantwortlichkeit, muss das da machen. Und bei DeFi, die Leute ticken halt dann auch einfach aus, wenn der Preis fällt. Und trotzdem hat er nichts davon. Und nein, dann ist halt die Frage, warum man das dann macht. Und dementsprechend wieder zurückgeben zu der Frage, ist es sinnvoll? Ja, nein. Ich schätze schon, wenn man das weiterhin unterstützen möchte, das Netzwerk weiter ausbauen möchte, dann ist es sinnvoll, sich auch einen Teil zu nehmen, vielleicht am Anfang. Ja, ja, klar. Also die Diskussion ist ja uralt, ne? Also war ja mal glaub, ganz. Das ist halt nicht ein Grund, ne? Es ist der Grund, dass du einerseits willst, dass Ethereum weiter existiert, vielleicht auch gerade solche Konzepte wie Staking, weniger Energieverbrauch, gleichzeitige Absicherung, die macht nicht in Händen von irgendwem Monopol, sondern eher so in einer Community. Wobei das auch nicht vor allem schützt, aber erstmal anders anfühlt und dass du dabei vielleicht auch Geld verdienst, weil irgendwie du halt deinen Rechner und so hinstellst und mit dafür sorgst und das soll sich nicht negativ für dich auszahlen. Also wenn das ist, das müssen wir halt mal rausfinden, müssen wir wirklich mal genauer nachrechnen. Ja? Community der Leute, die 40.000 Euro für 5 Jahre wegschließen können. Genau, ja. Es gibt schlechtere Investitionen. Nee, ja. Ja, aber ich meine, am Ende muss man sagen, wenn man zurückgeht in die Geschichte, es gab ja auch Leute wirklich Cyberpunks-mäßig, die halt rumgetüftelt haben, die haben Bitcoin-Miner hingestellt und das hat ja nichts gebracht. Also die haben es ja trotzdem gemacht, einfach aus Interesse. Klar war der Preis damals nicht so hoch, aber jetzt, sag ich mal, sind die Early Adopter waren, die First Mover und die auch entsprechend Gewinne eingesammelt haben in den letzten
letzten 10 Jahren oder okay, Ethereum dann eher 6, 7 Jahren, dann natürlich voll drauf bleiben und auch sprechen, auch wahrscheinlich dann staken werden. Wahrscheinlich ist die Zahl gar nicht so niedrig. Ja? Und wenn man die Miner halt anschaut, die eben richtig, richtig viel verdient haben, die werden auch schauen, dass eben das System weiterhin funktioniert. Also jeder hat sein Incentive. Und so sage ich mal, das ist ja das Netzwerkeffekt, der existiert und das kann man halt nicht so leicht brechen. Also das versucht sich natürlich selbst zu erhalten, das System. Vielleicht da nochmal zu dem Geld, nochmal von Anfang. Der Vitalik, ich glaube, da geht es ja auch immer ein bisschen um Glaubwürdigkeit, ob man dann einfach nur selbst sich daran bereichern will oder nicht. Und ich glaube, auch von dem Buch, was ich mal über Ethereum gelesen habe, habe gerade den Namen vergessen, von der Autorin, die Defiant macht. The Infinite Machine. The Infinite Machine, genau, das habe ich gelesen. Und da das Interessante ist einfach, dass der Vitalik beschrieben wird als jemand, so ein Minimalist, der eben auch sich das als Challenge nimmt, wenn er irgendwo ist, in einem neuen Land oder einer neuen Stadt, das billigste Hotel überhaupt zu finden. Und ich glaube, das billigste war irgendwie in Mexiko, wo dann irgendwie das Fenster aufging zu einem öffentlichen Klo, Toilette. Und die Managerin oder irgendeinem, die dabei war, am nächsten Tag war sie krank und da hat sie dann irgendwann zum Vitalik gesagt, so Vitalik, so geht's nicht weiter. Wenn wir nochmal in ein Hotel gehen, wir geben mindestens so viel Geld dafür aus. Ja, also so habe ich ihn auch kennengelernt. Also ich habe, er hat uns einmal zum Essen eingeladen, da habe ich ihn mal persönlich kennengelernt. Also das ist jetzt echt wirklich, also dem Geld glaube ich total egal. Deswegen macht das auch nicht und deswegen ist er ja auch immer noch dabei. Also der hätte sich schon 10-mal irgendwie in Ruhestand verziehen sollen. Aber ich denke, ihn interessiert einfach die Technologie dahinter. Ihn interessiert diese ganzen Sachen, die man da kreieren kann und so. Diese neue Forschung. Und ich denke, so geht es den meisten Mitgründern von Ethereum. Also die meisten von den Mitgründern sind irgendwie noch mit dabei. Außer natürlich, ja, da will ich jetzt auch nicht so unbedingt drüber reden, also ich denke, die meisten haben auch noch ein Interesse, dass es diesem Netzwerk gut geht. Und, also mir geht es ja auch gar nicht um, Vitalik ist ein Nerd, das kaufe ich gerne ab, aber ne, man darf nicht vergessen, dass der Joe Lubin da ein Mann ist, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat und wirklich Kapitalmärkte kennt, die Mechaniken, der Mann ist nicht doof, der ist praktisch unfassbar gebildeter Wall Street. Aber du musst ja deswegen nicht böse sein. Also man muss sich einfach angucken, was die Menschen machen. Du, nur wenn man erfolgreich ist und es auch kann. Also geht das kann man verstehen. Nein, ich höre es ein bisschen raus, weißt du, Sam. Ich finde schon, also gerade wenn man was kritisiert, sollte man ziemlich gut verstehen, wie das funktioniert. Also da meckern kann man über alles, was man nicht kann, leicht. Ne? Also wenn du es kannst. Also ich glaube schon, dass Sam das auch alles gut versteht. Aber es ist immer ein Problem, wenn irgendwie halt eine Gruppe irgendwie ein Geld schafft. Das Gleiche ist ja auch bei Bitcoin so. Also Satoshi, da ist ja bewiesen, dass er irgendwie einen anderen Miner genutzt hat als den er veröffentlicht hat, einen schnelleren, einen wahrscheinlich besseren. Und dass die ersten 1 Million Bitcoin ungefähr Satoshi gehören. Wenn der jetzt hinkommen würde und irgendwie 1 Million Bitcoin auf den Markt schmeißen würde, dann wär Bitcoin kaputt. So, und ich denke, das ist halt, das ist ja der große Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin. Bei Bitcoin kennen wir die Gründer nicht und bei Ethereum kennen wir die Gründer. Und ich denke schon, dass man da auf jeden Fall auch drauf achten sollte und das auch auf jeden Fall so bei seinen Considerations irgendwie mit einbeziehen sollte, dass eben die Gründer immer noch einen
auch einen großen Anteil an diesem, oder einen Anteil, ich weiß auch gar nicht, wie groß das im Moment ist, aber es ist ja ungefähr, also es waren ungefähr 60-70% oder sowas von allem Ether kam aus diesem Presale. Also zumindest war das das vor 2-3 Jahren. Das heißt, es ist schon echt ein großer Anteil. Aber da ist ja auch die Frage, am Anfang wurde der ja auch rausgehauen wie nix. Und dieser Presale, das waren ja auch, also das war ja jetzt, waren ja auch nicht irgendwie die 5 Gründer, sondern ja auch irgendwie 1.000, 10.000 Interessierte. Also ja, ich denke, die Gründer, klar haben die einen großen Stake. Ich denke, viel, viel wichtiger und viel, ja, ich denke, viel, viel genauer müsste man eigentlich die Exchanges beachten, weil die sind mit Abstand die am meisten von den Kryptowährungen halten, die kontrollieren. Wenn jetzt einer von den Exchanges sagen würde, okay, er dumpt jetzt alles, gut. Ja, also ich denke, oder wenn jetzt ein Exchange anfängt, mit den Funds seiner User zu staken zum Beispiel, und zwar mit allen, dann da würde ich mir mehr Sorgen machen. Also Vitalik hat 3200 Ether gestaked, also 100 Validatoren. 100 von den, was ja jetzt nicht, also es ist ja schon irgendwie eine ja, ich denke, das ist genauso seine Position, so. Es ist nicht übermäßig viel und es ist jetzt auch nicht wenig, so, sondern sein Anteil am Netzwerk. Passt. Ich wollte jetzt keine, ja, Karin nicht in sagen, oder so. Mir geht es halt immer darum, den Gegenpol zu bilden. Ne? Nein, ich finde das ja auch gut, Sam. Ich hoffe, du nimmst das mir auch nicht krumm, dass ich da manchmal so dagegenhalte. Nee, natürlich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht, ne? Also ich versuche zumindest nicht in die Neiddebatte zu verfallen, ja. Ja, ich glaube, du hast einfach den Anreiz, was Neues auszudenken, der kommt unter anderem über sowas. Wenn es nur das ist, dann hast du diese Miner, die von Bitcoin vor dir sitzen und sagen, wieso, es geht hier eh nur ums Geld. Ja, so. Solche habe ich auch schon erlebt. Ich war mal auf Money Money 2016 oder so. Da saß mir einer von den Bitcoin-Minern gegenüber auf so einem Podium und die haben dann diskutiert, warum sie das machen. Und der hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, das interessiert ihn nicht. Er will Geld verdienen, Punkt. Das ist ein anderes Mindset. Ja. Andererseits, klar, also wenn du viel da drin hast, kannst du, also ich fand jetzt interessant dein Statement, Marius, weil du fast so argumentierst, wie Geld, ja, wie Regulierer denken, wenn sie über Börsen nachdenken, ja, oder über Börsenkontrolle nachdenken, weil jetzt in dieser Community genauso Gedanken aufkommen, wie sie auch Gesellschaft im ganz normalen Geldwesen aufkamen. Warum werden eigentlich Börsen irgendwie kontrolliert? Ja, unter anderem genau deswegen, weil so eine Börse, wenn sie dann mal viel Kapital ansammelt als Monopol, eine ganze Menge Macht hat. Ja, es ist hochinteressant, ich glaube auch soziologisch total interessant, was jetzt gerade passiert. Haben wir ja gerade gehabt jetzt die letzten 1,5 Wochen. Ja, das war noch nicht mal groß, noch nicht mal Monopolist, ja. Ja, ich muss mal wieder richtig reingucken. Ich habe hier Prüfung und Corona-Semester und 1000 Sachen zu tun. Guck zu wenig in die Literatur und in die Szene. Das war auf Robin Hood gemünzt mit dem. Also wir sprechen über die GameStop-Aktien. Ja, genau. Also, okay. Ja. Nee, da hast du vollkommen recht. Ich finde es auch sehr interessant, nicht nur in Krypto, ich sehe das auch bei anderen Dingen. Ich habe gestern mit einem sehr digitalen Unternehmen, das früh gegründet hat und ja, heute halt sozusagen als so Speerspitze gilt. Und der hat erzählt, sie haben jetzt einen Lenkungsausschuss gegründet, ne? Um gewisse Sachen im Unternehmen zu generieren. Und da dachte ich, ja, wie geil, ne? Die Lenkungsausschüsse haben, wollen agiler werden, die Agilen gründen Lenkungsausschüsse. Das ist aber das ist das, was du sagtest, ne? Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die haben gar nichts mit Krypto oder agil oder nicht agil und normales Geldsystem zu tun, sondern
die liegen in den Grundmechanismen jetzt bei den Firmen von Organisationen und bei Krypto und Euro einfach in den Ursystematiken, den Urmechanismen des Kapitalismus. Ja, also du musst halt auch in, also wenn es so stattfindet wie bei uns, ich glaube, China geht da nochmal anders, aber bei uns halt so. Und du hast dann immer Gegenbewegungen. Ja, also du hast auch wieder so Gegenbewegungen, etwas zu kontrollieren, klar. Und ich hatte ja mal versprochen, euch Giddens irgendwie mal vorzustellen, der hat das als Soziologe mit anderen Regeln als Theorie entwickelt. Falls das nicht zu nerdig ist, dann könnte man das auch nochmal einbringen als eine Idee, was ich da in der nächsten Zeit so tun müsste, Tüdelchen, um der Gemeinschaft so ein paar Regeln, die sie sich dann selber setzt. Also wäre zumindest ein Ansatz. Wie heißt er? Giddens? Amerikanischer Soziologe Giddens, Doppel-D. Naja, mit Vorsicht zu genießen. Du kennst Karin den, weiß, ja? Vergiss es, ist auch 25 Jahre her, hör mal auf jetzt. Also lieben Dank schon mal von mir zumindest, ja. So, liebe Leute, 21:15 Uhr. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch schon Abend gegessen hat. Sam schüttelt Kopf. Würde ich dann, wenn nicht noch weiter irgendwelche Fragen an Jakob sind oder an Marius, würde ich sagen, offizielles Ende. Vielen Dank, Nan, fürs Hosten. War ja, gerne, immer sehr schön. Dafür, dass du gesagt hast, dass du nicht so viel weißt, war trotzdem viel in Tiefe auch. Und vor allem ja. Die Insights, die sind immer wichtig.